Minuten Clear Safe. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Ich drücke einfach mal starten. Mach mal den Mauscursor hier noch in die Ecke. Und dann schauen wir mal. Jetzt kommt's, der Spielstand lässt sich nicht laden. Nee, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Warte mal, wie war denn Map? Map war hier. Genau. Perfekt. Beziehungsweise, die Map konnte ich auch hier rüber aufrufen. Genau. Wir sind da. Mit dem YouTube-Zeichen. Zweiter Stream. Hollow Knight geht weiter. Und zwar in Green Pass. Wir sind ja über Dirt Mouse in die Forgotten Crossroads gekommen. Haben da keinen weiteren Ausgang gefunden, weil alle durch Fähigkeiten blockiert waren, die wir noch nicht haben. Sind deswegen links abgebogen in den Green Pass. Der grüne Finger, Fingern. Tavarien. Seien Sie gegrüßt zum Zweijährigen. Happy Moped-Tag. Alles Gute zum Zweijährigen. Neue Batch incoming bei Tavarien. Palim, palim. Ich hätte gerne mal eine Flasche 2 Jahre. Die Batch kommt. Ich sage Tavarien, dickes Dankeschön für den Support, Mann. Die Treue. 2 fucking Jahre. Ey, das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie lange Leute hier schon zugucken bei dem, was ich mache. Ja, Dankeschön nochmal an alle. Dankeschön, Mann. Oh Mann, oh Mann. Die haben sich's aufgespart für die Anmod. Dann ist schon wieder hier Mobbing. Silver Surfer I175. Oh Mann. Ohne Nachricht im 2. Silver Surfer. Dankeschön, dass ich nochmal Streamer des Monats sein darf für einen weiteren Monat. Dickes Dankeschön auch natürlich an dich, Silver Surfer. Hab weiter viel Spaß. Danke dir, Mann. Dankeschön. Und Pete Flame, du natürlich auch. So, ganz kurz klarkommen. Das war hauen, das war resten. Das war heilen, wir haben im Moment nichts aktiv und genau, wir müssen mehr oder minder nach links oben raus. Den rechten Teil haben wir uns schon angeguckt, das heißt, wir müssen hier so ein bisschen nach unten. Strollen, oder? Epi, willkommen zurück. Mingli, 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 im 4. Roll wieder in die Garage rein. Ich sage dickes Dankeschön, dass du wieder zurück in den Club kommst, Mann. Hab weiter viel Spaß hier, Epi. Und auch vielen lieben Dank an dich. Sehr, sehr geil von dir. Eieieiei. So, und wir müssten uns hier ein bisschen umgucken. Wir hatten hier unten ja die Karte gefunden, irgendwo beim Kartograf. Das heißt, jetzt wissen wir ja so ungefähr, wo wir hin sollen. Glaube ich. Das heißt, wir können hier weiter raus nach links gehen. Genau. Gibt es hier auch einen 3-jährigen Sub? Nein, 2 Jahre ist jetzt das absolute Maximum, weil wir exakt seit 2 Jahren Partner sind. Logical, mehr ist noch theoretisch nicht möglich. 2 Jahre ist, wie gesagt, absolutes Maximum. Und hier komme ich noch nie hoch. Genau, da fehlt mir ein Jump. Das geht noch nicht. Okay, Feuerlord im 4. Frisch aus dem Urlaub und gleich Button drücken. Feuerlord, auch an dich. Willkommen zurück. Dickes Dankeschön für den 4. Und dass ich noch einen weiteren Monat dein Streamer des Monats sein darf. Alter Schwede, jetzt rumpelt die Resub-Welle aber gut hier durch. Feuerlord, ich sage dickes Dankeschön natürlich auch an dich, Mann. Dankeschön. Und G, danke für den Host. Und natürlich auch willkommen im Chat an die liebe G. Wir müssen nach rechts raus. Das war schon wieder stabil. Ja, ich glaube, ich gehe mal hier runter. Muss da runter. Muss hier runter. Und muss hier rüber. So war das, ne? So, und dann muss ich weiter nach rechts. Alles klar. Wenn ich wen überlese, tut mir das leid. Ja, da schließe ich mich an, G. Da schließe ich mich absolut kompromisslos an. Wenn ich wen überlese, ist nicht Absicht. Ist einfach nur aus Zufall. So, heilen kann ich mich noch nicht. Gib mir meine Geos. Die nehme ich natürlich gerne mit. Da unten war nix. Wir werden erstmal so ein bisschen wieder aufs Spiel klarkommen. Der Raginator hat ja prophezeit, dass es irgendwie schwieriger wird. Aua! Okay, die Explosion macht trotzdem noch Schaden. Die macht trotzdem noch Schaden. Da muss ich mal aufpassen und mich mal ganz kurz heilen. Ich hab ein bisschen Angst, dass es natürlich super Jump-and-Runnig wird. Weil ich nicht der beste Jump-and-Run-Spieler bin. Also im Sinne von Plattforming. Das wäre das, was mir am meisten Kopfschmerzen macht. Beziehungsweise die Fähigkeiten offensichtlich, die ich nicht habe. Genaues Springen. Solange wie es eher oder minder Combat ist. Combat ist okay. Combat kriege ich irgendwann mit Übung hin. Wie gesagt, nur halt diese Jump-and-Run-Passagen. Die kriege ich wahrscheinlich auch mit Übung niemals hin. Oh Mann, ey. Ignorieren ist dann auch im Zufallsprinzip. Ja, ich ignoriere immer zufällig. Das sind nie dieselben, Kari. Das ist tatsächlich zufällig, wen ich ignoriere.
Oh Mann. Was spielst du da für ein Vieh? Ich habe keine Ahnung, das wissen wir noch nicht, Logical, was das ist. Irgendwie irgendein Getier. Frag mich nicht, was für ein Getier das Getier hier ist. Das heißt, wir müssen hier nach unten. Können aber auch hier oben rum raus. Wo bin ich denn nu? Weil eigentlich gehe ich jetzt ja den Weg zurück, ne? Kann das sein? Waren wir hier? Kamen wir daher? Bin mir nicht sicher. Vielleicht. Ja, ich glaube, hier waren wir, ne? Ja, genau, wir sind oben rumgegangen. Und haben jetzt hier einen Shortcut, mehr oder minder. Und hier können wir nach unten. Perfekt. Und hier waren wir jetzt noch nicht. Genau, hier ist neues Gebiet, Hype. Mal schauen, was jetzt hier auf uns wartet. Zwei Möpselpöpsel. Ziel ist es natürlich, dass wir da hinten irgendwie zur Bank kommen. Wahrscheinlich wird da irgendwo wieder noch ein Boss davor sitzen oder dahinter sitzen. Und wir brauchen natürlich neue Fähigkeiten, weil sonst kommen wir durch die alten Gebiete nicht mehr. Das heißt, wir brauchen irgendwie neue Fähigkeiten. Mein Sub geht mal wieder Ninja rein, Mann. Wieso auch immer. Kein Twitch Prime, normal per PayPal. Das weiß ich nicht, Freefrow. Aber stimmt, ich sehe dich in der Ninja-Erkennungsbot-Software. Freefrow, auch an dich. Dankeschön natürlich für den Resub, Mann. Ja, sorry, dass es nicht angezeigt wurde. Ich weiß es nicht, woran es liegt, Freefrow. Aber wieder dickes Dankeschön. Im Ninja-Erkennungsbot sehe ich es ja. Die rasten ja hier völlig aus. Dead Ink? Ich dachte, die explodieren und pupsen, aber die pupsen doch nicht. Ach, ich hätte auch die Brücke kaputt schlagen können, ich Depp. Das wäre, glaube ich, einfacher gewesen, indem ich einfach so mache. Na, okay, never mind. Never mind. So, da oben geht's weiter. Da komme ich auch hin. Hier kann ich mir einen Shortcut aufmachen. Was haben wir hier? Die Musik hört schon mal auf, das macht mir Angst. Ach du Scheiße, warum tue ich das? Listen. Listen! Hey, Listen! Ja, warte mal, wir können zu einem... Ist das gut? Na gut, wir hören mal zu, was der Gute zu sagen hat. Und Pasihasi, sei gegrüßt von den Untoten Auferstanden. Spurababis. The Hunter, Tiny Squib, you approached fearless. Are you a hunter like me? Do you feel the urge inside to stalk, to kill, to understand? Then take it, my journal. It will aid you. At first the text may seem difficult to discern, but a learned hunter will come to understand its words. Venture the depths of this land and slay its beast. Prove yourself worthy to bear the mark of hunter. Taken the Hunter's Journal. Press D-Taste to open the menu, then navigate to the journal pane. Defeat enemies to add new entries to the journal and decipher the Hunter's notes. Juro. Little Squib, you may have overcome a few creatures, but you are only just beginning. Don't delay, descend into the belly of this world and hunt down the life you find. Juro. Noctuba. Juro Noctuba. Okay. Und Journal. Charms Journal. Ah, hier sehen wir jetzt Defeat More to Decipher's Hunter's Notes. Alles klar, hier können wir was machen. Duel and Pathetic. Hardly Worth Killing. Das heißt, kriegen wir dafür irgendwas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es jetzt erstmal nur nach einem Journal aus. Okay. Ich bin von den Toten auferstanden und bin jetzt in Prag. Achso, also rauchen und saufen, Pasi. Verstehe ich. Alles klar, ich wünsche dir viel Spaß. Rauch und sauf dich nicht weg. Denk an die Leber und die Lunge, ne? Sonst ist irgendwann, kannst du nicht so schnell ersetzen. Und wir müssen hier runter, aber wir könnten auch da runter. Und was ist da unten? Spikes, alles klar. Fucking awesome, sei auch gegrüßt. Schönen guten Abend.
So, die haben wir erledigt. Ich kann da runter, glaube ich. Da sind Spikes. Und dahinter geht's weiter, aber da komme ich im Moment nicht drüber. Ja, ich würde vielleicht drüber kommen. Mit meinem nicht vorhandenen Skill. Also indem ich nach unten springe und dabei angreife. Das könnte funktionieren, aber ich weiß nicht, warum ich da hin will. Da ist noch ein Sidepass, wo wir jetzt noch... Ach doch, da waren wir, ne? Verdammt, da waren wir. Und wir wollen eher nach unten. Oh Gott, die zu treffen wird ja unmöglich. Ich spring auch noch genau rein. Ich spring auch noch genau rein. Ich bin auch... Mann, oh. Alter, diese Mücken, weil die so chargen, die erwische ich halt gar nicht. Och, ich spring schon wieder rein. Nein, der erste RIP. Der erste... Nein, hau dieses Ding. Der erste RIP, eventuell. RIP denied. Eieiei. Wollt ihr eigentlich was schreiben zum Sum? Danke, Markus, für all die tollen Streams. Es macht einfach immer Spaß, hier zuzuschauen. Bin froh, bin sehr froh, dass ich von YouTube hierher gefunden habe mit der tollen Community. FreeFrow, freut mich auch am meisten, dass du halt rübergefunden hast. Sehr, sehr geil. Dickes Dankeschön dafür, für die lieben Worte. Ich hoffe, du hast hier weiterhin viel Spaß. Da komme ich, glaube ich, nicht rüber. Da fehlt mir noch eine Fähigkeit. Ich sage dickes Dankeschön. Immer noch nullmal. Das ist wohl wahr. Tatsächlich bis jetzt noch kein Tod. Vielleicht der erste Deathless Run? No Death Run? Huch, wer war er denn? Das Ding ist einfach in die Decke geflogen. So, New Journal Entry. Also jetzt kriegen wir tatsächlich auch die Dinger gelockt. Alles klar. Und wir sind hier unten. Neues. Und ich bin runtergefallen. Das wollte ich gar nicht. Kind vom Mond. Aua. Ich guck gleich, ich guck gleich. Ich sag willkommen. Wenn ich das richtig gehe. Oh, fuck. Oh, Kind vom Mond. Willkommen im Moped Club. Dankeschön, dass du auch du einen Sub reinhaust und uns unterstützen magst mit Twitch Prime. Schnapp dir die Emotes, genieß die Show. Wert, vielen lieben Dank und willkommen. Skullgaten Ian, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Hier habe ich irgendwas gefunden. Those who stray from the White Knight's Road shall face the law of Un. What? Was heißt das? Die vom... Vom Weg des Weißen Königs abkommen, werden das Recht oder Gesetz von unerfahren. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Manchi ist voll auf Krawall aus. Die baggert Victor an? Echt jetzt? Warum? Lass den Victor in Ruhe, Caro. Lass den Victor in Ruhe. Oh, ich falle jedes Mal in dieses Loch rein. Ich will da nicht reinfallen. Alter, was ist heute los? Der Petlegastheniker schlägt zu. Warte mal, irgendwas zieht mein Pet aber in die falsche Richtung. Also es reagiert tatsächlich, Hashtag Ausrede, nicht so wie ich will. Macht's gerade nicht... einfach. So, der ist weg. Dann kann ich mich erstmal wieder heilen. Eieiei, mehr die Ideen. Sei gegrüßt. Auch nur kurz auf Besuch. Das Game erinnert mich an Ori and the Blind Forest, was definitiv was Positives ist. Hagado, ja, wurde letztes Mal schon, also im ersten Stream gesagt, hat einen ähnlichen Artstyle, wenn du so willst. Wobei, im Moment würde ich sagen, noch deutlich weniger Jump-and-Run-Passagen als Ori. Ori war nachher sehr viel genaues Jump-and-Run. Das wäre nicht meins. Wenn das in die Richtung nachher geht, weiß ich nicht, ob ich das Game schaffen würde. Weil ich halt ein verdammt schlechter Jump-and-Runner bin.
Ich mag eher diese Combat-Aspekte in Spielen, also dass man gegen Gegner kämpfen muss und ausweichen muss, was sie halt machen. Nicht, dass ich versuchen muss, auf Plattformen im richtigen Moment zu springen, weil daran bin ich halt super schlecht und da fehlt mir auch irgendwann dann einfach die Geduld. Ja, komm, lass mal den mal da in Ruhe. So, wir nähern uns immer noch nicht der Bank. Aber hier haben wir nochmal eine Geos. Die nehme ich natürlich mit. Na, dann machen wir uns mal voll und nehmen die Geos auch noch mit. Dann können wir uns nämlich heilen. Perfekt, perfekt. Mal jemand eine Frage. Hat hier jemand Risk of Rain und Lust ein paar Ründchen? Ich weiß nicht mal, was Risk of Rain ist. Also, ich passe Ian. Ich passe. Ich weiß nicht mal, was es ist. Oh Mann. Ja, dort ist leider meine Studienfahrt nach Italien und ich weine. Ja, mein Gott, dafür kommst du halt dann nach Bochum. Ich meine, Italien kannst du jede Woche sehen. Bochum halt nicht. Von daher, da hat halt Bochum doch schon die Nase vorn. Muss ich ja da ganz ehrlich sagen. Und mein Termin war er, glaube ich. Ich habe eher Bescheid gesagt. Also von daher, so sieht's mal aus. So sieht's mal aus. Und Keflon, sei gegrüßt. Du hast es mal vergiveawayt, Markus, und ich habe es gewonnen. Ach Quatsch, Pasi, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ich komme da nicht hoch. Das ist zu weit. Nee, da komme ich nicht hoch. Also das heißt, hier muss noch irgendwas sein. Ach, da, ja, das habe ich nicht gesehen. Da war noch, den habe ich gar nicht gesehen, den Brocken. Okay. Alter, irgendwie habe ich heute Delay auf der Steuerung. Kriegen wir den kaputt? Nee, da sehe ich einen Rip incoming. Da brauche ich erstmal mehr Leben. Da komme ich nicht hoch. Genau, erstmal wieder heilen. Toti, nein. Huiuiui. Uiuiui, close. Da komme ich wieder nicht hoch. Hier fehlen auf jeden Fall richtig viele Sprungfähigkeiten. Das heißt, wir brauchen unbedingt den Doppeljump. Ohne Doppeljump ist hier fast Ende im Gelände schon vielerorts. Oh, fuck. Ja. Ist okay. I see where... Nein! I see where this goes. Wo sind wir hier? Hier sind wir im Sidepass. Oh fuck, den können wir eventuell noch besiegen. Weiß nicht, ob das ein Charger ist. Nein, ist ein Explorer. Aber damit können wir uns erstmal wieder heilen. Das ist gut. Das ist gut und wichtig. Da sind... Sind Blitzschmetterlinge so per Gesetz böse oder sind die freundlich? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Ich mag das Game. Ich habe es vorgestern auch angefangen. Es macht tierisch Spaß. Ja, okay, die sind böse. Never mind. Kann ich die kaputt machen? Nee, kaputt machen kann ich die nicht. Okay. Okay, wo kommen wir hier hin? Das heißt, ich muss erst sowieso von oben kommen. Um da den Shortcut frei zu machen. Alles klar. Ja, aber hier komme ich zurück. Also hier könnte ich durch. Das ist quasi eine Timing-Geschichte. Da darf ich jetzt nicht runter. Aber da komme ich nicht rübergesprungen. Okay, also hier komme ich anscheinend nicht weiter. Also fehlt mir irgendwie auch hier noch eine Fähigkeit, um, Alter, hier rüber zu springen. Und Toastbrothöter, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Habe ich noch irgendjemanden übersehen? Legend of Claudio, sei gegrüßt. Dich hatte ich auch noch nicht. Stochastos. Flirtastos, sei gegrüßt. Oh Mann. So. Ich muss doch da irgendwie rüberkommen, oder? Nee, da fehlt mir irgendwas. Keine Ahnung. Also da komme ich noch nicht rüber.
einen Hit kassiere ich. Den zweiten Hit kassiere ich auch noch. Ich depp. Das war dumm. So, wo komme ich hier hin? Ja, wir müssen halt uns erstmal umgucken. So, der eine ist weg. Der ist auch weg. Dann können wir uns nämlich heilen. Und sind wieder voll. Perfekt. Die Geos nehme ich natürlich mit. Geos sind hier die Währung, die kleinen Pöpelchen. Die mit können wir ausgeben nachher für Dinge und Sachen und Zeug. Und Carnifex, sei auch gegrüßt. Schönen guten Abend. Wieder unter 500? Ja, die sind alle nach Prag abgewandelt und Italien und was weiß ich, wo die alle hinwollen. Ach so, da ist noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Huck. Geos! Geo, 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 Chips. Ach so, hier war der Moped. So, mal wieder voll. Da war nix. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Close. So, wir gehen natürlich in die mehr oder minder falsche Richtung, aber links wäre die Safe Bank, wenn wir da speichern könnten. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir da hinkommen. Pink steht dir besser. Was? Ich sehe die Farben nicht, von daher kann ich dazu nichts sagen. Mobby Markus, dann kommst du aber zu meiner Ausbildungsstelle und sagst denen das persönlich. Ja, ich bin kein Arzt, Caro. Ich kann dir keinen Attest schreiben. Das heißt, da, das kann ich leider nicht. Das kann ich leider nicht. Fabian, wie ist denn Zelda auf der Switch? Wie findest du es? Fabian müsste ja jetzt ja auch am Zeldern sein. Auch so begeistert wie ich, weil für mich tatsächlich heißer Game of the Year Kandidat. Also da reicht's, wenn ich ein Stück einfach nur nach rechts gehe oder zur Seite ausweiche. Da ist nix. Hier haben wir nochmal eine Geo-Station. Die nehme ich natürlich gerne mit. Ja, Markus kann nicht aufhören zu spielen. Ich freue mich auch, dass es morgen bei uns endlich weitergeht. Wie gesagt, haben wir letzten Stream den ersten Titan gemacht. Das war ja schon sehr, sehr episch. Hier kommen wir raus. Na gut, war jetzt nicht so sauber, aber tot, aber tot. Wie hast du denn dieses Game gefunden? Es war tatsächlich die Alpha oder die Preview war im Humble Monthly mit drin. Da gab es schon eine Demo, wo ich auf den Arztteil aufmerksam geworden bin. Und dann haben es etliche Streamer gespielt, wie zum Beispiel auch Lobos Junior und Man vs. Game. Und da hatte ich dann selber Bock drauf. So ist das Spiel mehr oder minder ein bisschen bekannt geworden. Und hier ist es riesig groß. Oh, der kommt runter. Naja, müssen wir uns einmal heilen. Machen wir uns aber voll. Ich würde gerne zum Safe-Punkt, um die Karte zu aktualisieren. Hier müsste es eigentlich links rausgehen. Genau, da drüben. Wir müssen hier oben rum und darüber. Und dann können wir eventuell zur Karte kommen. Und der René, der VS Stein im 17. Zwei Tage ohne Emotes. Hab fast nicht überlebt. 17 Monate. Sless High. Danke für die tolle Zeit und netten Abende mit dieser endguten Community. Kleiner als drei. René, Dankeschön für den Resub, Mann. Im 17.
Sehr, sehr geil von dir. Und wir rücken der 500 schon wieder näher. Danke für den Support, René, Mann. Kann ich mich nur so anschließen. Wird sehr, sehr geil. Wird sonntags jetzt hier tatsächlich wieder mal was für mich Entspanntes, was sich echt gut spielt, muss ich sagen. Nachdem Halo ja so ein bisschen rumpelig war, muss ich sagen, gefällt mir das deutlich mehr. Ich weiß nicht, also so Shooter sind nicht unbedingt meins, glaube ich. Also wir müssen eh nach unten. Ich würde gerne erstmal die Bank finden. Die müsste da sein. Wenn ich nicht dran vorbeispringe. Ah, wir haben eine Station gefunden. A toll machine with a symbol of a bench. Yes. Shortcut freischalten Hype. Shortcut freischalten Hype. Und dann haben wir hier die Bank. So, Karte updaten. Perfekt. Jetzt haben wir nämlich die Wege, die wir gegangen sind, werden jetzt nämlich gespeichert. Aber wo ist denn die Station? Ich meine, ich habe jetzt gerade bezahlt. Und wo ist die Station? Die müsste ja jetzt auf der Karte sein. Warte mal. Huh. Wofür habe ich denn jetzt gerade bezahlt? Normalerweise war das die Shortcut-Karte. Also für die Shortcut-Reisen mit dem Käfer-Express. Aber anscheinend ja nein. Den müssen wir erstmal wohl anscheinend finden. Markus, ich habe Hollow Knight noch eine Chance gegeben. Bin jetzt, 10 Stunden in und denke, dass ich weitergefallen wird. Das ist, dass es dir weitergefallen wird. Ja, und mir? Wird der Jump-and-Run-Part deutlich größer? Oder bleibt so, wie es jetzt ist? Also, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, finde ich es geil. Ja, wenn es halt zu frickelig wird mit dem Jumpen nachher, wie bei Ori, da hätte ich ein bisschen Bauchweh, weil ich da halt super schlecht drin, bin. Keine Station, du hast für die Bank gezahlt. Was ist denn dann aufgegangen? Ist hier irgendwie was aufgegangen? Okay. Naja gut, okay. Schade. Shortcut bzw. Fast Travel wäre natürlich geil gewesen. Und wir können nach unten und nach oben. Na komm, würde ich sagen, gucken wir erstmal nochmal nach unten, wa? Aua, falsche Taste. Achso. Die habe ich gar nicht gesehen. Aua. Und wie, was ich halt in diesem Spiel sehr, sehr geil finde, dass du dich halt wirklich heilen kannst. Das heißt, es macht es nicht so frustig. Das heißt, immer wenn du kloppen kannst, kannst du dich danach heilen. Das ist gerade für so Low-Bobs wie mich richtig geil, weil sonst würde ich halt die Level, glaube ich, nie schaffen. Weil ich halt zu viel Schaden zwischendurch kassiere. Und damit hat man halt deutlich mehr Chancen, halt im Level zu progressen. Upsa. Was ich halt sehr, sehr geil finde. Da war ein Gitter vor. Achso, habe ich gar nicht gesehen, Splatter. Danke für den Hinweis. Markus, kommen noch zwei Dinge, die du beachten musst beim Rumjumpen, was eventuell kniffliger ist. Aber im Großen und Ganzen ist das, was ist das Finn vom klassischen Jumper ranz entfernt? Okay, das hört sich ja schon mal nicht schlecht an, Kakani. So, wir sind hier. Weil allein dieses Ding da schon abzuschlachten, gestaltet sich schon wieder schwierig. So, da waren wir ja, ne? Gut, gucken wir mal unten rum. Der stirbt ja nicht, das ist ein falsches Spiel. Nein, das ist endlich das Sonntags-Community-Kuschel-Stream-Spiel, wo nicht geraged wird und keiner stirbt. Das finde ich gut. Ich bin safe, das Mannequin ist safe, ihr seid safe. Einfach entspannt mal ein bisschen sonntags quatschen. Finde ich gut, finde ich gut. Markus macht Mimimi. Nö, hab gesagt, ich finde alles gut, Kari. Ich finde alles gut. So, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen nach links raus.
Und da mal gucken, was da so abgeht. Da geht's auch nach unten. Da ist eine Aufladestation. Die brauchen wir im Moment nicht, weil wir voll sind. Mehr oder minder. So, ich glaube, da komme ich nicht drüber, oder? Das macht doch Schaden, oder? Ist nur Deko. Oder? Okay, ist nicht nur Deko. Also hier komme ich nicht weiter. Ja, da oben komme ich vielleicht drauf. Also oben rechts, da drauf. Ja, da komme ich drauf. Wäre ich aber auch von hier gekommen. Und hier geht's nach oben und nach links. Gucken wir erstmal oben rum. Ich kuschel nur mit der Uni. Oh, komischer Name für eine Frau. Die Frau Uni. Aua, hier ist so ein Mopsgetier. Ah, jetzt habe ich den Heal versaut, weil ich zu früh abgebrochen habe. Oh, gab eine Menge Geos. Ich gehe in die Anti-Kuschel-Ecke. Ach. Ah, das ist ein Shortcut. Da komme ich noch nicht hin. Da muss ich von oben rum wahrscheinlich. Genau. Okay, also müssen wir weiter nach links. Ja, und Pasi, wie ist Prag? Erzähl mal. Alles günstig? Frauen? Alkohol? Zigaretten? Oder ist es mittlerweile auch alles deutlich teurer geworden? Wir, Hasi war vor zig Jahren, als wir uns gerade kennengelernt haben, war sie halt da. Und da habe ich sie noch zum Bahnhof gebracht und auch wieder abgeholt. Damals sogar noch mit einem Moped. Aber schon ewig her. Und wir, mittlerweile, glaube ich, hat sich das ja alles reguliert, ne? Oh fuck, was ist er denn? Oh! Ach, ich weiß, was ich hier tun soll. Ah, ja, ja, das ist schwierig für mich. Moment, ich muss den quasi als Jump-Plattform benutzen. Ja, okay, ich muss den quasi als... Nee. Aua. Nee. Also da geht's ja nicht weiter. Kann ich mich erstmal wieder aufladen? Ja, kann ich. Das ist schon mal gut. Ich glaube... Ich verstehe den nicht. Naja gut, man kann jetzt sich erstmal aufladen. Das ist schon mal okay. Aber ich komme ja da links nicht weit. Ah. Ja, aber jetzt komme ich ja gar nicht rüber, oder? Doch, komme ich. Aber hier geht's nicht weiter. Also da fehlt mir auch noch was. Also ist der Bereich hier unten quasi tot. Das heißt, wir kommen oben nicht weiter wegen Shortcut, links nicht weiter wegen fehlende Fähigkeit. Alles klar. Ja, dann gehen wir nach oben. Ich bin seit gestern in Prag. Ich bin einmal rausgegangen, um mir was von Subway zu holen. Stimmt, polnische Spezialitäten gibt's bei Subway, habe ich auch von gehört. Was? Ist man da nicht irgendwie was anderes? Stadt angucken, John. Erzähl dem Pasi doch nicht sowas. Wer guckt sich denn Städte an? Es ist nett. Ich war schon zweimal in Prag. Wieso? Ja, warum bist du denn zweimal in Prag? Hast du beim ersten Mal alles vergessen oder nichts gelernt? Dass er nochmal hin muss? Aha, was ist das denn? From moss and leaf your life is drawn, while it grows upon the paths we shall never wilt. From moss and leaf your life is drawn. Also von Moos und Leaf, was ist Leaf? Blättern? Jo, dein Leben ist gezeichnet. Also dein Leben ist gezeichnet von Moos und Blättern. While it grows upon the path, we shall never wilt.
While it grows upon the path, we shall never... Was heißt denn wild? Wild kenne ich nicht. Während es wächst und gedeiht, wird der Pfad never, nie... Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Wild kenne ich nicht. Also das heißt, klingt für mich mehr oder minder so, ich muss irgendwas mit den Pflanzen machen, dass ich die wohl wachsen lassen kann oder so. Das würde erklären, dass hier eventuell der Weg halt irgendwann dann aufgeht, wenn ich hier irgendwelche Pflanzen wachsen lassen kann. Weil hier komme ich ja auch nicht weiter. Wild welken. Ah, okay. Also das heißt, ich kann die wahrscheinlich verwelken lassen, dass ich dann da drauf springen kann unten. Das wäre auch sinnvoll. Ja, in der Tat. Das wäre auch sinnvoll. Naja, stimmt. Wenn wir die Stacheln wegkriegen würden, ist das wahr. Das heißt, das würde funktionieren. Dann würden die Dornen eventuell abfangen, fallen. Das heißt, wir können eventuell die Dornen später manipulieren. Okay, verstehe ich. Wild ist verwelken. Alter Schwede. Ja, ich habe keinen grünen Daumen. Da kann ich halt nicht viel zu sagen. Die Frage ist, sollten wir nach oben gehen oder gucken wir jetzt hier nochmal? Lass uns hier nochmal ganz kurz die Wege abchecken. Oder? Dass ich mir das merken kann. Weil jetzt sind sie ja eingezeichnet. Ach, hier kam ich ja her, ne? Das heißt, hier wollte ich nach oben. So, war hier Sackgasse? Und jetzt rechts raus. Weil jetzt, wo ich die Karte habe, ist das für mich ein bisschen offensichtlicher. Dann kann ich mir das nämlich jetzt auch merken. Gerade hatten wir ja die Karte noch nicht. Ah ja, hier kamen wir nicht weiter. Da fehlt uns auch was. Da kommen wir im Moment auch nicht weiter. Alles klar, also ist der Weg auch eine Sackgasse. Alter, man muss sich so viele Wege hier merken. So viele Wege! So, das war ein Charger und ein Explo-Moped, Mann. Gut. Aua! Mistvieh! Zweimal getroffen, dieses Vieh. Nicht schön. Nicht schön. Das Herausforderndste in dem Spiel für Markus wird es sein, ohne Karte rumlaufen zu müssen, beziehungsweise bis er sie findet. Dann haben wir bis jetzt hingekommen, Kalkani. Und der Aspekt hat mir tatsächlich sogar richtig gut gefallen, dass du halt in jedem Gebiet anfänglich erstmal wieder lost bist und du dich umgucken musst. Das gefällt mir. Und wie gesagt, bis jetzt haben wir es halt gefunden. Ja komm, die ignorieren wir mal. Und du hörst den Typ ja schon vorher singen. So. Aua. Hab ich mich doch noch erwischt. So, wir sind rausgegangen. Leute, darf ich bitten? Ja, Fabian. Worum bitten wir? Ich weiß nicht, worum es geht, aber wenn Fabian bittet, hört auf bitten. Achso, hier ist wieder eine Aufladestation. Aua, den habe ich gar nicht gesehen. Die sind halt super getarnt hier, diese Tarnigel. So, und wir können da raus. Was ist denn hier unten? Alter, Tarnigel, Apokalypse. Na, mir gut einen eingeschenkt. So, dann können wir jetzt hier gucken. Wir hatten unten die Wege waren jetzt bis jetzt abgekaspert, außer der rechte Weg da beim Schlund nach unten. Da ist er auch noch offen.
Da könnten wir nachher auch nochmal hingucken. Und ansonsten hätten wir noch oben. Alles klar. Alles klar. Dann gucken wir mal. Da geht's nach oben, da geht's nach da. Aua. Mann, diese Fliegen. Au, jetzt weiß ich, warum man hätte oben rumkommen können. Weil oben, glaube ich, der safere Weg gewesen wäre. Und hier war ich noch nicht, ne? Ah, das könnte die Verbindung zwischen diesen beiden Dingern hier sein. Glaube ich. Wenn jetzt hier der Safe-Punkt ist. Ja, wir nähern uns dem Safe. Ah, das ist quasi der Rückweg. Das heißt, wir kommen jetzt zurück. Das ist quasi der Shortcut-Rückweg zurück. Verstehe ich. Aber hier komme ich jetzt nicht hoch. Das heißt, jetzt muss ich wieder unten lang gehen. Machen wir uns erstmal voll. Kann man diese Dinger da eigentlich gar nicht kaputt machen? Aber wir können oben rum. Das heißt, die können wir uns sparen. Das unten, das Gedönse. Alles klar. Das heißt, hier mal ein Shortcut. Wenn wir nochmal zurück wollen und dann nach unten wollen. Alles klar. Dann können wir uns den Weg sparen. Das ist auch gut zu wissen. Man beachte diese bösen Tarnigel, diese Lümmel, ey, die sind böse. Tarnigel sind böse. Rammen dir getarnt einfach mal die Zacken in den Po. Wenn ich getarnt irgendwen was in den Po ramme, naja, das wird schon wieder falsch. Hier komme ich nicht hoch, ne? Da ist wieder zu niedrig. Das heißt, höher komme ich schon nisch. Da hoch. Mann, hier ist die Decke im Weg. Ja, da hoch. Nicht weiterführende Gedanken. Ja, nee. Getarnt, was irgendwo reinstecken, das ist, kommt, glaube ich, nicht ganz so gut an. Ah, hier bin ich. Das ist alles. Jetzt komme ich da hoch. Ei. Gib mir meine Geos. Die sind so wunderbar. Wir kaufen tolle Dinge. Bei Zalando ist ja klar. So, die haben wir auch ganz gut weggeschnetzelt. Darüber. Ghostwort, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Oh Mann. So satt, eben noch einen Rabenkuchen mit Sahne gegessen. Rip Steven. Ian hat Steven gegessen. Und er war ein guter. Okay. Fuck, das wollte ich überhaupt nicht. The dead comes from above. Aber wir können ja nochmal kurz zum Safe-Punkt gehen. Alter, ich drück die falschen Tasten. Na, aber können wir uns eigentlich sparen. Lass mal eben ganz kurz safen. Karte auffrischen. So. Das heißt, da haben wir den Shortcut, da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir haben jetzt nur noch quasi den Weg nach oben. Alternativ rechts den Weg nach unten. I see where this goes. Rahmen, Markus, lies nochmal. Was? Rhabarbern? Ach, Rhabarber, nicht Raben, alter Schwede.
Okay, er hat Rabe lebt. Rabe, Steven ist safe, er hat überlebt. Es war nur Rhabarber. Alter Schwede, hey. Geo, Geo, Geo Ships. Aua. Lesegicht. Ja, hauptverbreitete Krankheit bei Streamern irgendwie. Man kann nicht instant auf den Monitor gucken und die Worte. Das ist dieses Gehirn, habe ich gehört. Dieses Gehirn macht Dinge. Und du guckst drauf und das Gehirn liest. So Dinge mit den Augen. Und aber du hast es halt gar nicht wirklich richtig gelesen, sondern nur interpretiert. Deswegen war ich vielleicht auch nicht so gut in Deutsch, LK, bei analysiere und interpretiere, weil ich immer, aua, der ist auf mich draufgefallen, weil ich da, keine Ahnung, nee, was ich sagen wollte, ihr wisst ja, ne, das Gehirn kann halt Wörter sehen und denkt, es liest dann, und so geht's mir dann halt bei Sätzen, ich überfliege die halt, und wenn die Wörter eigentlich klar sind, wie Rabe, ist das für mich Rabe, auch wenn da gar nicht Rabe steht, verstehst du? Oh Mann. Das ist halt so die Fähigkeit des Hirns. Wer bist du denn? Bist du ein Rabe? Kann ich aber nichts mitmachen. Im Unterricht musste ich beim Analysieren immer kichern. Ja, analyze. Klingt schon grenzwertig, das Wort. Klingt schon grenzwertig. Ich wurde bei Deutsch immer dafür gelobt, dass ich in Sätzen immer völlig falsche Interpretationen exzessiv ausführen konnte. Okay, ich habe einen Boss gepult. Aua, und ich spring direkt mal instant rein. Ah, ich muss die Dinger kaputt machen. Aua. Ich weiß nicht, wie ich den treffe. Wir hatten so einen schon mal. Fuck! Erster RIP. Ich weiß nicht, wie ich den spiele. Ich weiß nicht, wie ich den spiele. Ich habe auch im Moment nichts zum Schießen. Deswegen kann ich im Moment so gut wie keinen Schaden machen. Er macht halt zwei Mopeds. Alter, der ist nicht ohne. Ich habe ihn getroffen. Kann mich heilen. Oh, das war close. Nein, das war Kacke. Mit der Kacke. Heil dich. Nein, der ist so tot. Oh, nein, ich konnte nicht heilen. Nein! Wir erleben den ersten Tod. Und mein Ding da oben ist kaputt. Da ist ein Loch drin. Fuck! Und da oben liegen meine Dingensbummens. Also ich muss meine Dingensbummens da auch mit meinem Saft. Ich habe meinen Saft verloren. Ich muss den Saft auffüllen. Das ist nicht schön. Möge der Saft mit mir sein. Kann ich mich jetzt nicht heilen? Ach, ich habe jetzt bestimmt weniger, ne? Weniger Saft. Ich kann weniger Dingens machen, weil einfach saftlos. Oh, das ist natürlich nicht schön. Ich brauche meine Saftscherben. Meine Saftscherben. Phosphorus, sei gegrüßt. Meine Saftscherben. Bin ich hier richtig? Nein, ich muss noch weiter nach oben. Ah, wir können hier aber mal eben die Mopeds auffüllen.
Die Mopedze. Warte mal. Dann haben wir wenigstens volle Moped-Energie. Ach, wir sind voll. Also das heißt, das ist das neue Maximum. Das heißt, mit den Toten reduziert sich unsere Saftkapazität. Das heißt, wir können nicht mehr so viel pumpen. Ah, verstehe. Das ist natürlich fies. Das ist fies. Alter, das Spiel ist ja richtig hart. Eieiei. Phosphorus, wie gesagt, sei gegrüßt. Dich hatte ich noch nicht. Habe ich noch jemanden übersehen? Nö, eigentlich doch der Paddy, oder? Hatte ich dich? Ich weiß es nicht. Sei gegrüßt, Paddy. Eieieiei. Oh, und unsere Knödel haben wir auch verloren, sehe ich gerade. Die Knödel sind auch RIP. Also nicht nur der Saft, sondern auch die Knödel. Also wie in Souls. Du verlierst quasi doch eine Menge mit dem Tod. Wie kam ich denn da hoch? Ah, hier musste ich hin. Verstehe ich. Also das heißt, es war jetzt ja unser erster RIP. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir uns davon erholen können. Ich hoffe, wir kriegen da oben alles wieder, wenn jetzt die Geos natürlich weg waren. Das waren ganz viele Geos. Also ich weiß nicht, wie viele, aber ich weiß, es waren viele. Und die werden weg. Und ich wollte eigentlich davon Dinge kaufen. Dinge und Sachen. Oh, yes. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt machen wir unsere Energieleiste voll. Okay, hier ist noch ein Gerät. Was ist Gerät? The Greater Mind Ones dreamed of leaf and cast these caverns so. In every bush and every vine, the mind of Un reveals itself to us. Also ein großer Verstand hatte einst geträumt und Blätter und so in den Kavernen, die Höhlen verteilt. In jedem Busch und in jeder Wurzel, Wine, ist hier der Gedanke von Un. Und offenbart sich zu uns. Verstehst du schon? Ich nicht, aber steht da. Verstehe ich schon. Eieiei, Kraft liegt im Saft wie in der Gummibärenbande. Gummibären. Ah, hier gibt's extra Leben. Noch zwei extra Leben. Das heißt, jetzt können wir Boss-Time in Dark Souls machen, liebe Freunde. Wir ziehen nochmal hier gegen den Captain Knackwurstmann in die Schlacht. Und gucken mal, ob wir den jetzt kaputt kriegen. Paddy hatte ich noch nicht, ne? Sei gegrüßt. Hallo, Paddy. So, schon mal zweimal geschossen. Weil ich jetzt vielleicht nicht so klug war. Oh, geht doch. Easy. First try. We did it. We did it. Easy going. Easy like Sunday morning. Mein Gott, ey, kann doch nicht so schwer sein, da hochzukommen. Und das fünfte Mal. Oh Mann, ey. Dafür den Boss First Try. Also tatsächlich, das war ja schon okay. So, was haben wir hier oben? Ein Mini-Boss, war ja kein richtiger Boss. Also gucken wir erstmal, würde ich sagen, nach rechts. Achso, nach rechts können wir gar nicht gucken, weil hier habe ich keine Möglichkeit hochzukommen.
geht auch nicht nach rechts. Also sehe ich zumindest nicht. Und Lukai, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Milchschnitten, tatsächlich, Missy, habe ich auch. Habe ich mir letzte Woche mitgenommen. Habe ich von dieser 10er-Packung sogar noch ein paar übrig. Zum Moment mein Frühstück. Also hier komme ich auch nicht hoch. Das heißt, hier gibt es im Moment noch keinen Weg hoch. Hier gibt es jetzt einen Weg hoch. Und Hasi ist da. Hasi! Hallo! Na? Aua! Komm, au! Hasi tötet mich. Na, wie ist? Ja, ich versuche wieder zu spielen. Aha, es klappt nicht. Bin schon wieder falsch gesprungen. Ei, ei, ei. So, jetzt kommen wir hier rüber. Ja. Na? Boah, du hast... Knoblauch gegessen. Aber nicht wenig. Entschuldigung, ist aber so. Kann ich ja nichts dafür. Das habe ich gar nicht geschmeckt. Ja. Doch. Doch. Hat's denn wenigstens geschmeckt? Ja, na dann. Habt ihr das gehört? Linsenhackburger mit Aprikosenmayonnaise. Da fällt mir nur ein, what the fuck. Das klingt nach Hipster-Essen. Vegan. Hipster-Essen, veganer Burger. Ich weiß nicht, das klingt alles irgendwie ziemlich falsch. Nein! Och, jetzt bin ich wegen dieser Fliege runtergefallen. Mann, ey. Die fette Knobi-Fahne. Ja, tatsächlich. Alter, die respawnen hier aber auch instant, die Mopedze. Muss hier oben irgendwie rüber. Liebe ist fast tödlich. Ja, noch habe ich 5 Leben. So, wo sind wir denn nun? Ah ja, hier bin ich im neuen Gebiet-Hype. Weil hier habe ich keine Karte. Also das heißt, hier oben raus geht's irgendwo hin, wo ich jetzt vielleicht noch nicht sein will. Ich rede nicht laut. Ich rede energisch. Ja, die Leute sollen mich auch hören. Deswegen rede ich laut. Gebt mal einen High Five von uns. Ja, so leicht rauschig. Also, merke, keine gepunkteten Sachen im Fernsehen tragen. Das sieht man nicht gut. Genau wie Streifen. Was? Vegane Burger darf nicht in einen Satz gepackt werden. Und vegane Burger entweder Burger oder was Veganes. Ja, es waren vegane Burger. Was war das jetzt? Linsen? Alter Schwede. Ja, das stimme ich zu. So prinzipiell. Weiß nicht warum. Aber ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Hört ihr sie, sag mal Chat, hört ihr sie eigentlich? Weil ich höre sie nicht in meinem Headset, ergo weiß ich nicht, ob ihr sie hört. Nur mal so gefragt, weil sonst muss ich ja immer sagen, was sie sagt. Weil ich sonst nicht höre. Bei Linsen kann der Popo grinsen, ja. Ich mag Linsen nicht, ich wurde immer von meiner Mutter genötigt, sowas zu essen. Ach, Mutti hat übrigens angerufen. Das mit nächsten Sonntag ist klar dann. Habe ich auch. Ja, habe ich auch schon gesagt, dass der Stream deswegen ausfällt. Den Ostersonntag. Nein, wir hören sie nicht. Ja, man hört sie. Ja, so, ja, was denn du? Nur Gemurmel. Gemurmel. Ja, gut, das Mikro ist halt sehr direkt. Das heißt, die müsste dann hier so auf die Höhe, aber dann könnte ich nicht mehr reden. Ich habe gerade hier irgendwie ein. Schon wieder so ein Kleriker-Biest. Moment, ich habe hier so eine Art Bosskampf, glaube ich. Aua! Ich krieg grad extrem. Au! Fuck! Die Fuckefirk! Ja, lass mich mal ganz kurz heilen. Ich habe nur noch ein Leben. Jetzt 2, jetzt 3. Gerade Stress. Irgendwie hier so ein hartes Fliegegerät.
Ich hätte mir vorstellen können, dass ich von den Mini-Fliegen, die es castet, drauf hätte schießen sollen. Ich glaube, das ist kein Satz, ne? Aber es macht auch irgendwie keinen Schaden. Ja, genau deswegen. Dann kann ich nämlich drauf schießen. Ganz genau so nämlich. Das ist nämlich deutlich entspannter als... Hey, listen! Hasi weg. Ja, wegen Bot, Boss-Ding. Mann. Just what do you think you are doing? You dare to come between me and my prey. It is a habit of yours to scurry about, getting in the way of causing bother. Know this, Kor. I'm Zoti the Mighty, a knight of great renown. Cross me again and you'll find out what they call my weapon. Life Ender. Und MA8-Bit, wie die letzten Abende, heimlich, still und leise, aus dem Lurk-Modus. Ich hoffe, ich habe dich nicht übersehen, ohne Massage und wieder ein 10er mit Gebührenübernahme. MA8-Bit, vielen lieben Dank für die Unterstützung jetzt die ganze Woche über, Mann. So viel mittlerweile, dickes Dankeschön, hilft natürlich ungemein. Dankeschön. Oh Mann, Emma, danke dir. Was ist das für eine Art Spiel? Gibt's dafür eine Bezeichnung? Die Frage, die Lukas stellt, habe ich mir auch gestellt. Wie heißt diese Art Spiele? Also ich würde es nicht Jump'n'Run nennen. Ja, es ist ein Sidescroller. Sidescroller Combat? Roguelike ist es nicht wirklich? Keine Ahnung, gibt's dafür einen Begriff? Sowas wie Salt and Sanctuary, aber ich weiß nicht, wie man das... Souls-like im Entferntesten vielleicht? Sidescrawler Souls-like? Ich habe keine Ahnung, Lukas. Ich glaube, diese Spiele haben keinen wirklichen... Ist halt kein klassisches Jump'n'Run oder so. Ich weiß nicht, wie die heißen. Und von Emma kommen wir zur LRM. Im zweiten. 2 Monate. Irgendwie will Twitch nicht anerkennen, dass ich schon fast 8 Monate dabei bin. Feels Batman. Oder es ist irgendwann mal kurz ausgelaufen. Ich habe keine Ahnung. Ella, danke für den Support weiterhin. Sehr, sehr geil von dir. Dickes Dankeschön. Und schönen guten Abend, Ella. Sei gegrüßt. Action-Side-Scroller mit Jump-and-Run-Einlagen. Action-Plattformer. Metroidvania. Deutsch leider nein. Legend of Claudio. Aber wie hat die Story oder so mir persönlich nicht ganz so wichtig. Hauptsache das Gameplay stimmt. Metroidvania. Man nennt sie Indie. Okay, also die Masse sagt mehr oder minder Metroidvania-Style. Okay, dann wird das wahrscheinlich so sein. Er hat mir... What are you still bothering me? I'm a knight. I'm not interested in your childish games. I need my rest. Be gone, lest I draw my nail. Ja, keine Ahnung, der hat einfach nur erzählt, er ist Jäger, er hat eine Waffe und wir sollen ihn nicht weiter auf den Sack gehen mit unseren kindlichen Rumspielen. Also nicht sehr dankbar, der Typ. Shovel Knight, alles Metroidvania. Das neue Shovel Knight Update ist raus, ne? Mit der neuen Kampagne. Das heißt, irgendwann gucken wir uns das auch nochmal an. Tatsächlich die alte und die neue Kampagne. Und da kommen wir jetzt zurück. Also wir sind rechts oben raus, oben rum und ich komme hier wieder runter. Der ist wirklich schlecht gelaunt. Wir haben ihn gerade gerettet und er ist nicht mal ein bisschen dankbar. Ich bräuchte irgendwas. Da oben ist, glaube ich, noch so ein Typ im Busch. Nein, noch nicht der. Bist du irre? Ach du Scheiße. Na, das ist jetzt eine tolle Ausgangsposition. Ich hätte gerne erstmal Leben. Und irgendwas, womit ich Leben machen kann. Ei. Das ist jetzt nicht gut.
Ja, ja, da war eine Raupe, die habe ich gesehen. Aber da muss ich den Ritter wieder machen. Fuck. Oh, ich weiß nicht, wie ich gegen die kämpfen soll. Es ist ein spaßmachendes Spaßmachspiel. Absolut. Und wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, Peter, sogar ein bisschen unterbewertet, weil es relativ unbekannt ist. Und ich finde es richtig mega. Ich liebe den Artstyle. Und es macht richtig Spaß. Also kann ich halt echt nur sagen. Und viele hatten es wahrscheinlich gar nicht auf dem Radar. Und da komme ich zurück. Alles klar. Naja, da ist so ein Ding, das ist schon mal gut. Schon mal einmal Heilung. Was heißt das? Ich weiß nicht, wie ich gegen die kämpfen soll. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Das sieht jetzt schon wieder sehr... Ist das bossig? Da gehe ich jetzt nicht rein. Ich weiß nicht, wer das ist. Das sieht unglaublich nach Boss oder ähnlichem Lookalike aus. Wir gehen mal hier gucken. Ich glaube, wir haben eine Train Station gefunden, Freunde. Nee, wir haben noch eine Bank gefunden. Und... eine Train Station. Jawohl. Ja, mach fertig. Sehr geil. Und Black Betty, danke für den Host. Schönen guten Abend. Und einmal ganz kurz resten. Map updated. Perfekt. So, dann haben wir nämlich hier oben den Kram auch abgefrühstückt. Oben rechts kamen wir nicht weiter. Da fehlt... Ah, nee. Oben rechts war das neue Gebiet, ne? Oben rechts war das neue Gebiet. Deswegen sind wir da nicht weitergegangen. Das heißt, wir haben alle Wege jetzt erkundet. Yes, Sir. Alles klar, ja, wir gehen einmal ausgeben. Wir gehen einmal ausgeben. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz hier die Glocke glocken. Und dann einmal, wir sind in Green Pass. Alles klar, wir wollen natürlich zu Dirt Mouse und gucken, was wir uns kaufen können. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch was ausgeben. Worüber redet ihr? Ich kuschel? Was? Wann ich will? Ja, ich auch. Worüber redet ihr? Caro ist wieder am Kuscheln. Wir gucken erstmal hier in den Map Supply rein. Ob der noch was hat. Bafanada. Bafanada. Sag ich ja. Der hat aber im Moment nichts mehr, alles klar. Ah, da ist wieder Soti the Mighty. You there, why are you skulking about in the shadows? Yes, your eyes do not deceive you. I am Soti, a knight of great renown. Trembled while you were hiding in the little village, I ventured into the dark pit below and slew a great beast. Its hard, sharp mandibles and yes, yes, all glory to me. But I don't have time for your adulation. I must rest and prepare for my next journey down. Also der sagt, er ist der Held. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und alles Totale, sei gegrüßt. Oh Mann. So, was können wir denn hier kaufen? Shoppy, Shoppy. Hast du was, Gio? Ja, hast du was, Gio? Nee. Mask Chart. Vessel Fragment. Also das ist für Leben, behaupte ich. Das ist für Heilung. Das ist der Key. Das sammelt die Geos ein. Was haben wir denn eigentlich im Moment ausgestattet? Den Kompass. Und den Soul Catcher. Increases the amount of soul. Okay. Wobei ich da noch nicht festgestellt habe, dass das Ding so viel macht. Das heißt, wir könnten einmal einen selbst catchenden,
dass sie hier zu uns wahrscheinlich hingeflogen kommen, die Geos. Und was ist das? Das the Charm grants you more time to recover after taking damage. Useful if you need to, da weiß ich nicht, was es macht. Das ist zu teuer, das will ich nicht. Also der Charm wäre eventuell interessant und wir können uns zwei Dinge kaufen. Also hier noch so ein Mask Chart. Ja, kaufen wir das erstmal. Dann kriegen wir nämlich wahrscheinlich irgendwann noch ein Leben dazu. Leider ist das halt recht teuer alles. Aber jetzt hat er es auch nicht mehr. Alles klar. Und für 300 nehmen wir mal den Gathering Swarm. Den rüsten wir dann auch aus, statt den mehr Souls, weil ich verliere tatsächlich ja Geos, die mir einfach durch die Lappen rutschen. Was nützen mir mehr, die mir durch die Lappen rutschen? Die sollen lieber zu mir direkt instant kommen. Ergo rüsten wir einfach mal den Soul Catcher aus. Nein, Quatsch. Den Soul Gatherer. Fury of the Fallen? Nein. Den hier, den den muss ich erstmal wegpacken und den reinpacken. Ganz genau. So, jetzt hätten wir sogar noch einen Slot frei. Ach, das kann ich nicht. Alles klar, weil das mehr Notches kostet. Alles klar. Okay, also jetzt haben wir den Wave. Also, das werden wir wahrscheinlich auch noch erweitern können, diese Notches. Okay. A Swarm. Ich hoffe, dass da kommen jetzt die Geos zu mir. Das müssen wir mal testen. Und dann möchte ich hier rein. Was? PS4 ankuscheln? Ich habe keine PS4. Was? Worüber redet ihr? Redet ihr schon wieder über Kari-Dinge? Kari-Naughty-Dinge? So, und Travel zu Green Pass. Jawohl, ja. So, jetzt können wir uns mal angucken, ob wir die Dinge kaputt kriegen. Gut. Jetzt können wir uns das mal angucken. Ob wir das irgendwie hinkriegen. Wo war denn jetzt das Vieh? So. Und die Geos kommen zu mir. Geile, geile Klamotte. Das ist richtig geil. Das heißt, jetzt können die Geos tatsächlich einfach zu mir kommen. Ah, guck mal. Ich weiß, wie es geht. Ich wusste, wie es geht. Relativ easy. Nur dann müssen wir das Vieh erwischen. Was gar nicht so leicht ist. Weil es relativ schnell wieder weg ist. So. So funktioniert das. Also wir können die quasi enttarnen. Und Drakon, danke für den Host. Alter Schwede, Drakon, danke schön. So, so funktioniert das. So, dann haben wir da oben noch den Ritterknecht. Komme ich da eigentlich hoch? Ah ja, hier muss ich wahrscheinlich hoch. Das war schlecht. Das war auch schlecht. Das war ganz dumm. Das wird immer dümmer. Ich muss mal ganz kurz nochmal zurückgehen. Alter Schwede, die sind nicht ohne. Da habe ich noch keine gute Taktik, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind irgendwie nicht einfach. Weil sie machen verdammt schnell ihre Attacken. So, ganz kurz nochmal voll machen. Apropos Bart, ich vermisse was Lilanes. Free Throw. Hört auf zu hetzen, sonst mache ich hier Druck mit 1000. Ihr seid immer nur am Hetzen, Mann. Chillt. Chillt doch mal das Innere. Immer dieser Stress. Bin doch hier nicht auf der Arbeit. Naja gut, zum Teil schon.
Oh Mann. Was? Markus verspricht immer Dinge, die er nicht zu halten gedenkt? Wie die Politiker. Ja, Caro hat mir versprochen, Community-Treffen. Ich freue mich da halt, Caro das ganze Wochenende dick zu knuddeln, weil das, was Caro verspricht, hält Caro auch. Von daher, Mensch, das wird ja absolut Kari werden. Oh Mann. So viel zum Thema Politiker und Versprechen. So, wo war jetzt der Ritterknecht? Oder sollen wir jetzt den Boss machen? Na, die sind ja dann doch relativ easy. Die sind ja relativ easy. Ich kann da nichts dafür, du schon. Wie, ich kann da was dafür? Herr Amazon hat nichts geliefert. Wie soll ich was drauf machen, was nicht geht? Liegt nicht in meiner Macht. Also von daher bla 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 Ausrede bla 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 Ausrede. Das ist dasselbe. Also von daher... Diese Ritter. Lass uns mal beim Boss gucken. Und Timo, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Sei gegrüßt. Huch, wo ist eigentlich Cola? Da. Das größte Problem beim CT wird sein, keine Danny-Modes. Ja, druck sie dir doch auf Plakate aus, dann kannst du sie mal hochhalten, Parsi. Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen das rote Röckchen in die Schlacht. Come no closer, ghost. I've seen you creeping through the undergrowth, stalking me. This old kingdom, a terrible thing awakens. A terrible thing. I can smell it in the air. I know what you are. I know what you try to do. I can't allow it. Hornet! Charge! Oh, charge! Aua, dann macht sie danach noch den. Oh, das war close. Kann mich wieder heilen? Alles klar? Läuft? Mann, ich sollte springen! Ja, einfach mal springen. Das heißt ja auch, glaube ich, jump and run und nicht einfach steh und bleib dran. Ich springe immer, glaube ich, zu wenig in diesen Spielen. Aua, ja, das war klar. Aua, das war klar. Heil! Charge! Nein, da springe ich auch noch rein. Heil dich. Fuck, ich sollte einfach nach unten hauen in dem Moment. Ich kann nicht heilen. Nein, ich gehe auch noch rein. Ah, ich bin auch so dumm. Nein, ich gehe auch noch rein. Ich bin immer noch dumm. Das finde ich besser. Nein, geh weg.
Oh, ich habe endlich mal wieder getroffen. Das ist gut. Nein, ich bin reingegangen. Alter, wie lange ist denn der Kampf? Könnte der aufhören? Ja, da habe ich einen Hit kassiert. Ficken! Das war jetzt gequirlte Monsterkacke. Gequirlte Monsterkacke am Spieß! Hohohohoho! Kann auch nicht heilen. Alter, es trifft mich! Und hat mir den Heal versaut! Oh, fuck! Oh, close. Ich hab's geschafft. Sie ist nicht mehr an weg. Angreifbar, wollte ich sagen. We did it! First try! Und wir kriegen... irgendwas. Kartoffelbrei. Taken the Mosswing Cloak. Press RT to dash forwards. Use the cloak to dash quickly along the ground or through the air. So sieht's aus, so sieht's aus. Ragorn im 5. Mal den Bossfight abgewartet für den nächsten Monat. Ragorn. Dickes Danke für 5, Mann. Ich hoffe, du hast noch weiterhin viel Spaß mit Emotes im Club. Und ich sag dickes Dankeschön, Mann. Oh, sehr geil, sehr geil. Und wir haben hier irgendwie eine Fähigkeit mit RT bekommen. Was ist denn RT? RT ist der untere, ne? Ah, guck mal. Jetzt gehen natürlich ein paar Wege für uns auf. Das heißt, wir können nun in Regionen vorstoßen. Would it seek to break the seals? They cannot be undone. They must be undone. Let us sleep, little shadow. Return to your darkness. Allow us our peace. What? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Keinem blassen Schimmer. Kennt einer von euch Unravel? Haben wir sogar schon im Stream gespielt, Legend of Claudio. Haben wir zwar noch nicht fertig gespielt, aber wir haben es angespielt. Ah, und hier muss ich jetzt dashen. Ah, Cookie, guck. Ah, now we are talking. Now we are talking. So, jetzt haben wir natürlich auch noch andere Wege. Das ist so fies. Macht sich einer mal die Mühe, guckt die VOD durch, druckt die Karte aus und markiert die offenen Enden aus dem letzten Stream, welche Fähigkeit ich da bräuchte. Weil ich weiß nämlich ad hoc jetzt nämlich nicht, welche der offenen Enden mir diese Fähigkeit jetzt helfen würde. Das heißt, wir müssten nochmal alle offenen Enden ablaufen. Alter Schwede. Weil ich nicht mehr weiß. Das heißt, eventuell muss ich mir die Mühe machen. Gerade wenn wir jetzt vielleicht 2 Wochen nicht spielen, muss ich mir wirklich die Karten mal screenshotten. Und die VOD angucken, was da gesagt wurde, was fehlt. Ob ein Doppeljump nach oben, ob der Dash hilft oder ob wir da Items brauchen. Weil das vergesse ich sonst. Und sonst mit jeder neuen Fähigkeit müsste ich alles nochmal ablaufen. Alter Schwede, also da ist es von Nachteil, dass man es halt wirklich nur einmal die Woche spielt, weil du dir nicht merken kannst, also ich nicht, was du da halt bräuchtest. Sonst noch Wünsche? Nee, eigentlich nicht, Jedi, sonst ist gut. Eieiei. Weil sonst bin ich nur irgendwann am Backtracken.
Lake of Un. Oh, der Spike. Im 24. Push the button, slash race. Da sind die 24 fucking Monate. Das wird noch mehr. Da geht noch was. Spike, schön, dass du reinschaust, Mann. Und danke für 2. Sehr, sehr geil. Schreib mir mal eine Antwort bezüglich, du weißt die Frage, auf nächste Woche. Schreib mal, dann kann ich da nämlich auch was sagen. Alter Schwede, ich sage dickes Dankeschön, Spike. Ist das ein neues Gebiet? Nee, es ist kein neues Gebiet. Wir gehen erstmal hier rein. Wer bist du? Ach, hier kann ich resten. Aber wer bist du denn? Na, Minobis. Oh, hello there. Seems we both tread far from the pass. I can hardly believe those dusty old highways led us to such a lush and lively place. This building suggests from... Was? Suggests, das ist ein Wort, was ich nie aussprechen kann. Suggests some form of worship, though its idol has clearly been long forgotten. Doubles equally well for a moment's respite. I saw a strange fellow out there. He seemed quite taken by the lake. I'd planned to offer greetings, though. Figured I'd first tend to my nail, on chance our meeting goes poorly. Your nail looks a fine instrument, but it's showing signs of wear. I'd wager up there it should be take you far. Down here, however, I suspect you'll soon meet dangers the surface world can't match. Hollowness is perfect for vigilant explorers like us, so tense and thrilling in this place, you're either alert or you're dead. Ja, gut. Er sagt halt, unsere Waffe ist nicht mehr ganz so geil, hat schon ein bisschen abgenutzt, gibt halt große Gefahren hier unten im Gegensatz zu oben. Leider, ich hätte jetzt erst gedacht, dass Quirrell eventuell ein Waffenhändler ist oder Schmied, aber anscheinend halt nein. Und Thomas. Im 11. Noch ein Monat, dann ist es soweit. Der erste Moped-Tag für Thomas Rucknäher im Tomsier. Werden wir bestimmt schaffen, oder? Ich sag dickes Dankeschön, Mann. Auch an dich natürlich. Genau wie an Spike. Ihr zwei. Dankeschön. Ah, okay. Alles klar. Schreiben wir nachher nochmal kurz in WhatsApp, Spike. Doch, Markus, ist ein neues Gebiet. Nee, sonst hätten wir nämlich keine Karte. Sonst hätten wir keine neue Karte. Sonst hätten wir eine neue Karte haben müssen. Und Ivan, sei gegrüßt. Alles schick, alles schick. Bist du böse? Oh. Ja, ist okay. Hättest ja mal was sagen können, dass du böse bist. Hätte ja auch lieb sein können. Ich irrte. Ja, ich will den baiten, dass er die 2 spuckt. Weil da kriege ich dann tatsächlich die Hits raus. So, und dann kann ich nämlich irgendwann wieder aufladen. Aber da komme ich jetzt noch nicht weiter. Also sprich, hier ist im Moment Sackgasse. Oder ich weiß nicht, was das Ding uns hier bringen soll. Also im Moment don't know. Nein! Das ist Spike und ich haben Geheimnisse. Ja, ja, ein paar. Männerdinge. Eventuell, dass gerade Nico, der mit Spike seinem Eck gesubbt hat. Ja, ich muss ja da tatsächlich reclaimen. Nico hat ja Spike komplett eingenommen. Jetzt, wo die zusammen sind. Da müssen wir ja ein bisschen intervenieren. So geht das ja nur auch nicht. So, da kommen wir jetzt ja rüber. Und jetzt können wir wieder anfangen, wo kommen wir jetzt hin?
Da schon mal nicht. Nein. Ja, da war viel Gutes bei. Es wird Jump'n'Run. Es wird Jump'n'Run. Nein, oh Gott. Shortcut-Hype. Ah ja, weil wir hier gar nicht zurückgekommen wären vom Boss. Alles klar. Markus, ich nehme die Bratpfanne mit. Round one. Fight. Was? Meine Rede, Mobby Markus? Nein. Nein, nein, nein. Achso, ja, das waren die. I remember the strats. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Mein Gott, gibt's denn nichts Schnelleres gegen die Mopedze? Das dauert ja ewig. Dankeschön. So. Wo wollen wir hin? Rechts war das neue Gebiet, ne? Das heißt, wir wollten eigentlich hier nach unten. Ich bin eigentlich hier falsch. Ich müsste eigentlich hier nach unten. Ja, genau. Perfekt. Perfekt. Gut. Können wir ganz kurz resten? So, das heißt, wir können noch mal gucken, ob wir links rauskommen. Wobei ich halt keine Ahnung habe, was da war. Rechts oben war das neue Gebiet. Und dann müssten wir sowieso zurück. Ne? Würde ich sagen. Ja, das sieht nicht falsch aus. Na, uns voll. Die Geos kommen jetzt ja angeflogen, das finde ich super. Das ist für mich optimal, muss ich sagen. Ach, da ist noch eine Pflanze. Ja, die nehmen wir mit, weil ich da einfach hochleechen kann. Die nehmen wir einfach mit. Da können wir den Shortcut öffnen. Oh, da ist so eine Blume am Shortcut. Die habe ich gar nicht gesehen. Dann müssen wir uns nochmal heilen. So, was hat John? John sehe ich nur. Ich verschwinde mal, hab schon wieder was. Schädeldröhnen. Dann auf jeden Fall gute Besserung, John. Schlaf dich aus. Morgen geht ja wahrscheinlich Uni wieder weiter. Oder habt ihr schon Osterferien? Komm gut ins Bett, John. Wobei, um 9? Oder um 10? Alter Schwede. Hau rein, John. Aua, hier ist noch eine Blume. Ich sehe die nie. Das sind voll die Ninja-Blumen. Diese Ninja-Blumen. So, dann haben wir auf jeden Fall den Shortcut offen und können nochmal nach links gucken. Ach ja, die Spikes. Da waren die Spikes. Da waren die Spikes, ne? Habe ich schon erwähnt, dass da die Spikes waren? Ich glaube, da waren Spikes. Nee, das hat nicht gereicht, ne? Da kam ich nicht rüber. Da war eigentlich zu viel und zu lange nix.
Da war irgendwas mit Anti-Spikes. Aber das Ding können wir trotzdem kaputt machen für die Geos. So ist nicht. Alter, wenn's nicht so kompliziert wäre. Es wird besser! Es wird besser! Oh. Da komme ich aber auch mit Dash nicht rüber. Das ist zu weit. Alles klar. Also hier komme ich nicht hin. Das heißt, die Ecke ist quasi dood. Dote Ecke ist dood. Das heißt, wir können nach rechts wieder rausgehen. Was hast du gegen Spike? Ja, der ist so tödlich. So spikig. Da komme ich auch nicht weiter. Unten komme ich eventuell weiter. Achso, das war hier, wo wir, ne? Genau, da waren wir schon. Da weiß ich nicht, was das bedeutet. Spikes sind dödelig. Dödelig. Ich weiß, oben haben wir noch eine Raupe vergessen bei den zwei, Ritterknechten. Aber da können wir später hingucken, weil wir müssen ja da eh irgendwann bestimmt nochmal zurück wegen diesen Lake of Un, was er macht, keine Ahnung. Da war ja in dieser Passage irgendwo noch so eine Amöbe. Aber wir müssen da ja eh nochmal zurück wegen dem neuen Gebiet oben rechts. Mit Spike kann man nicht kuschen. Nee, vor Spikes musst du kuschen. Ja, da sind wir richtig. Wer von euch hat die Sonne nicht genossen? Ich war noch nicht mal draußen. Das ist bei mir normal. Ich bin Kellerkind. Die Mühe mache ich mir mit dem jetzt nicht. So, und hier ging es nach rechts raus. Ja, hier ging es nach rechts raus. Und Metal Gear, Down for Life, Insanity und Kalix. Habe ich? Ja, Kalix hatte ich, ne? Danke für die Hostings. Da komme ich eventuell weiter. Ah, hier war der Shortcut. Also ich muss da jetzt erstmal irgendwie durchkommen. Alter, ist das... Wie soll ich denn da durchkommen? Runterfallen und im rechten Moment dashen. Geht das? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob das funktioniert. Das habe ich noch nicht probiert. Also sprich, wenn ich falle im richtigen Moment... Ja, geht. Also das heißt, ich muss im richtigen Moment unten dashen. Nur nicht rüberfallen. Das war zu wenig. So, jetzt muss ich hier rüber. Wow. Wow. Muss ich einfach normal rüberspringen? Wow. Boah, ey. Das ist zum Beispiel, was ich mit Jump'n'Run meine. Das kann ich gar nicht. Weil ich nicht weiß... Wie ich springen muss, ob ich dashen muss. Das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Weil ich sowas absolut nicht kann. Da würde ich jetzt wahrscheinlich, wenn das eine Pflichtstelle ist.
Ja gut, das ist nett, dass man es weiß. Dann kommt halt noch der Jump. Und dann hätte ich den Shortcut hier offen. Und dann geht's weiter. Und da oben liegt irgendwas, was ich haben soll oder brauche. Weil da liegt ja was, was blinkt. Alter. Das fand ich auch blöd. Ja, das sind Stellen, wo ich hier weinen muss. Und da komme ich, wie gesagt, schon mal nicht so drüber. Das kann ich nicht anders machen, alles klar. Da fehlt mir dann auch, muss ich sagen, irgendwann einfach die Geduld für. Weil ich halt das Pad dafür auch überhaupt nicht gut genug beherrsche. Und das gar nicht so genau sehe. So, und da muss ich jetzt im richtigen Moment unten die Taste drücken. Nicht zu früh und nicht zu spät. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht in dieses Blitzekacke-Ding... Also eventuell, wenn es Blitz runterspringen. Alter, Finowski, ey. Und jetzt muss ich da vorbei. Was? Was war denn jetzt? Stopp, halt! Das Pad macht irgendwas. Ich habe nichts gemacht, Freunde. Das Pad hat sich selbst bewegt. Ohne, dass ich was gemacht habe. Ich hab's nicht bewegt. Ich bin jetzt nicht zweimal sinnlos selbst in den Tod gerannt. What the fuck war das? Pet? Hallo? Geht's noch? Ich habe keine Ahnung, was das war. Da hat Pet irgendwas selbstständig gemacht. Nicht, dass das Pet kaputt ist. Wie hat es ja neu gekauft. Kann ja sein, dass er vielleicht eine Macke hat oder so. Das war jetzt auf jeden Fall super doof. Ich weiß nicht, was das war. Auf einmal bewegt sich die Figur. Fuck! Alter, und das an der Stelle, ey. Womit spielt er? Neues Xbox-Pad. Ich habe mir ein weißes bestellt. Und extra für den PC quasi, weil das andere ist, bleibt dann jetzt an der Xbox. Und, ja. Und jetzt muss ich oben rum. Ärgerlich. Ja, und hier war die Drohne, also die Raupe. Nee, was das war, auf jeden Fall war es nicht absichtlich, dass ich halt zweimal in den Tod laufe. What the fuck, ey. Und wir hat dann halt gerade die Stelle gepackt und... Und dann so ein Mumpitz. Und ich will hier nach unten, dann können wir die Bank da nämlich mitnehmen. Na, den Schaden habe ich kassiert. Achso, heilen wir uns nicht. Weil wir können ja hier resten at the bank. Nein, ja, jetzt verschieße ich die Kacke. Kannst du den Switch-Controller benutzen? Der funktioniert nicht. Und El Topo, sei gegrüßt. Der funktioniert nicht mit Kabel. Ich spiele tatsächlich kabelgebunden und der funktioniert, also hier seht ihr das Kabel. Der Switch-Controller funktioniert nur kabellos. Ich habe keinen Bluetooth-Dongle, weil ich lieber mit Kabel spiele. Und deswegen kann ich das Pro-Pad von der Switch leider nicht benutzen. Das geht leider nur per Bluetooth. Und ich bin von kabellos kein Fan. Weil normalerweise solche Geschichten halt passieren, wenn die Akkus leer sind oder so. Nach dem Motto, ey, Akku leer, tot. Ja, ich habe halt super lange WoW gespielt und geraidet. Und da kamen dann Leute in den Raid irgendwie mit batteriebetriebener Tastatur und Maus. Und irgendwann mitten im Raid, ja, ich kann gerade nicht tanken oder heilen, der Akku ist leer, ich muss mal eben wipe. Nee, also von daher nur Kabel gebunden. Zumindest am PC. Ja, Konsolen ist okay. Da spiele ich auch
manchmal, also was heißt manchmal, da spiele ich halt auch ohne Kabel. Eieiei, und jetzt muss ich genau da hinkommen. Oh, ist doch nicht dein Ernst. Aua, jetzt war ich zu greedy. Naja, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Stop it! Was mit der Xbox? Könnte ich nicht? Die ist dir zu gruselig? Wieso ist die zu gruselig? Es liegt wirklich jetzt wahrscheinlich da hinten, oder? Ich kann es jetzt auch hier unten nicht aufnehmen. Ne, da oben. Alter Schwede. Das könnte jetzt der erste Doppeltod werden. Oh, danke schön. Das finde ich gut. So, jetzt war hier runter im richtigen Moment und dashen. Jetzt mach die Scheiße bitte nicht nochmal. Dankeschön. Boah, ey. Profi. Wer hätte das gedacht? Wie standen die Wetten? Habe ich gewonnen? Wahrscheinlich hat keiner gewonnen. Alle haben sie tot getippt. Eieieiei. So, Sons of Agony. Und die machen? Sense the pain of its bearer and lash it out at the world around them. When taking damage, Proud Thorny wanes that damage nearby foes. Kostet ein. Können wir reinpacken. Ach, geht nur an der Bank natürlich. Aber den können wir ausrüsten. Alles klar. Das heißt quasi ein Ring der Dorn, wenn du so willst. Also ich würde tatsächlich sagen Metroid Souls-like, weil viele Mechanics wie auch der Red Tearstone Ring und die ganzen Charms klingen halt verdammt nach Souls. Ich weiß, Souls hat sie nicht unbedingt erfunden, aber halt eventuell noch mal ein bisschen populärer halt gemacht. Ergo gar nicht mal so unsoulig, wenn man so will. Also sind wir da auch jetzt durch. Das war mehr oder minder eine Sackgasse und wir können noch mal wieder zurück zu Lück. Also ganz kurz zur Bank. Da müssen wir nämlich unser weiteres Vorgehen dann ganz kurz mal auf der Map checken. Oh, da unten war auch was. Da unten war auch was. Da komme ich jetzt hin, oder? Vielleicht. Aber wie komme ich da jemals wieder weg? Ne, da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Oder? Warte mal, ich stehe hier. Ne. Das reicht nie. Ich komme hier nicht weg. Wie soll man denn da hinkommen? Das reicht nie von der Höhe. Da kommen wir nicht hin. Gute Frage, wie soll das gehen? Hat jemand einen Tipp? Komme ich da jetzt schon dran? Also besser gesagt, erstmal nur, ob ich drankomme als Tipp. Weil ich würde sagen, ich komme da im Moment nicht dran, dass mir da noch was fehlt. Also da muss ich dashen, alles klar. So. Kann es kein Doppelsprint? Nein, kann ich nicht. Also im Moment kann ich nur wirklich einmal... Und dann geht es wirklich nur, wenn ich dazwischen Boden unter den Füßen hatte. Also das heißt, ich kann nicht in der Luft doppeljumpen.
Noch nein. Ich gehe davon aus, es wird es eventuell irgendwann geben. Dann würde ich da hinkommen. Aber im Moment kann ich nicht doppeldashen. So, das heißt, wir kommen links nicht weiter. Oben ist das neue Gebiet. Das heißt, wir gehen jetzt quasi den Shortcut oben zurück. Und dann unten gucken. Markus, was findest du schwerer? Nioh oder die Souls-Reihe? Am Anfang definitiv Nioh, weil es deutlich mehr Combat und Mechanics hat. Nach einer gewissen Zeit Einspielung wird's leichter, wenn du den Dreh halt raus hast. Wie hat Nioh hat halt eine deutlich höhere Einstiegsschwierigkeit. Aber wenn du es dann einmal gelernt hast, ist es relativ easy. Weil nachher nicht mehr viel Neues kommt. Das heißt, das Spiel fordert dich dann nicht nochmal raus, was zu lernen. Was ein bisschen schade ist. Fuck. Das ist natürlich auch ein bisschen schade hier. Und down we goes. All the way we have to go again. So. Genau. Aua. Muss ich mal heilen. Ach, ich hätte den Charme ausrüsten können, ich Dödel. Habe ich natürlich gerade jetzt nicht dran gedacht. Naja, egal, bei der nächsten Banke. Achso, da war eine Pflanze. Schon. Okay. Den Ring! Ja, den Ring muss ich anlegen. Bei nächste Banke vergessen. Vergessen! Entschuldigung! Danke fürs Erinnern. Ja, müssen wir gleich machen. Was war da unten? Nix. Alter, wie schnell dieses Ding fliegt. So, da müsste die Bank jetzt hier in... Und der Raginator. Auch im Club der Zweijährigen jetzt dabei. Lass mich ganz kurz zur Bank gehen, Ragi. Dann kann ich dann vorlesen, du hast so viel geschrieben. Auf jeden Fall schon mal epische Trommelmusik für dich, mein Guter. Danke für den Support. 2 Jahre lang ist der Tarek auch schon am Start. Und er schreibt... ob dir diese 24 Monate den Tod im Spiel bringen, wird sich zeigen, Kappa. Auf weitere geile Jahre, lieber Markus. Bleib, wie du bist, denn so bist du einfach nur ein geiles Stück Matt Bacon. Hi, alle zusammen. Tarek, ich danke dir für die lieben Worte. Solange wie ihr mich unterstützt und Bock drauf habt, klar, liebend gerne, Raginator, ich hab zu danken. Dankeschön. Und Liquid, sei gegrüßt, dir auch einen schönen guten Abend. So, jetzt kann ich das Moped hier ausrüsten. Und zwar den... Dahin, dankeschön. Den Dornencharm. Oh Mann, ey. Da geht's nicht weiter, Subaru. Nee, bei Lake Un geht's nicht weiter. Also, wie gesagt, unten kommen wir nicht weiter. Lake Un ist im Moment eine Sackgasse, wo ich nicht weiß, was sie bringt. Da fehlt uns irgendwie eine Fähigkeit mit Wasserschwimmen oder so. Oben ist ein neues Gebiet, da geht's weiter. Und das heißt, jetzt das Einzige, was wir in dem Gebiet noch offen haben, an offenen Enden, ist quasi direkt unter mir. Weil da haben wir noch nicht geguckt. Das heißt, da gehen wir jetzt hin. Und dann haben wir das Gebiet mehr oder minder abgefrühstückt. In den Forgotten Crossroads. Da können wir mit dem Doppeljump eventuell noch wohin. Aber dann müssen wir dann nochmal backtracken.
Und Käfi, sei gegrüßt, Käfi Ranch. Schönen guten Abend. Und G, komm gut ins Bett, schlaf gut. So, das heißt, wir gehen nämlich jetzt hier runter. Links runter. Was, das meine ich nicht? Ich meine die Pflanze, die du zuletzt gelegt hast? Ich kämpfe gegen viele Pflanzen und augenscheinlich ging es da nicht weiter, weil Wege sind eigentlich sonst offen. Und ich sehe keinen, wo noch was offen wäre sonst. Ich weiß jetzt nicht genau, wo du meinst, ehrlich gesagt, Subaru, weil jetzt hier sind so viele Pflanzen. Und ich muss nach unten und rechts. Klaus. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, hier müssen wir durch. Ach, das kann ich leider nicht so wirklich irgendwie einen gut auf den Kopf springen. Das muss ich echt üben. So, einmal Heidi Heidi machen. Dankeschön. Ja, und jetzt muss ich nach unten. Beziehungsweise, was ist hier? Da war ja auch was, ne? Was war denn hier? Sorry, I missed you. If you're feeling lost... Achso, hier war die Karte. Why not pop up air store to purchase a map available? Ja, okay. Hier war der Kartenmann. Ganz genau. Kevin, danke schön für den Host. Schönen guten Abend. Du hast, ich überlege gerade, was du gestreamt hast. XCOM hast du gestreamt, ne? XCOM 2, glaube ich. Schönen guten Abend dir. Ich muss mich auch verabschieden. Ohrenschmerzen und gerade viel Kreislauf. Ist gerade echt unangenehm. Auf jeden Fall noch viel Spaß beim Zuschauen, zocken, ihr lieben Mopeds und Mobby Markus. Caro, gute Besserung, schlaf gut. Beziehungsweise gute Besserung. So, und wir müssen nach unten. Ja, und nach links. Nach unten und links. Genau. Wir sind voll. Unnötig, aber ja, gut, nehme ich mit. So, und da nach unten. Und Wannabe Zocker, danke für den Host. Und Raven, danke auch dir für den Host. Und hier muss ich nach unten. So, weil hier waren wir noch nicht. Ach, hier ist noch eine Banke. Ja, guck mal an. Ja, die nehmen wir ja instant mit. Hatten wir ja gar nicht so viel Weg zur Bank. Okay, also geht's hier unten auch nochmal weiter. Eieiei. Eieiei. Dieses Spiel, ey. Also du musst wirklich gute Wegfindungsgespüre haben. Wie krieg ich das Vieh denn kaputt? Glaub gar nicht, wa?
Wo bin ich nun? Und Kevin, Frag of Rusty. So, jetzt passt das auch wieder. Im dritten. Ich sage vielen lieben Dank, Mann. Vielen lieben Dank. Könnte schwierig werden, der Sprung. Kevin, ja, vielen lieben Dank für die Unterstützung auch im dritten. Ja, sehr geil von dir. Hilft natürlich wie immer ungemein. Okay. Ah, wegen meinen Dorn habe ich ihn kaputt gemacht. Ah, cool. Der erste Hit mit Dorn. Ich sehe nicht viel. Hier ist sehr dunkel. Dank mir kann Frost jetzt auch über die Box. Ein Button hat nur gefehlt und es ging. Ah, wegen Stream meinst du über die Xbox. Ach so, Raven hat da geholfen. Alles klar, sehr geil, sehr geil. Ja, wie gesagt, die Xbox oder PlayStation, aua, für den Anfang zum Stream absolut genial. Das heißt, reinschnuppern, ob das was für einen ist. Und wenn man halt Bock hat, dann vielleicht irgendwann überlegen, ob man umstellt halt auf dem PC halt, dass man über eine Capture Card streamt. Aber für den Anfang reicht das locker aus. Na klar. Okay, gucken wir mal rein. Ja, ich glaube, hier brauchen wir eine Laterne. Ich mach mal einen Jump. Ja, aber wie sollen wir denn so spielen? Das ist doch Mumpitz. Also ohne Licht ist das nicht gut. Ohne Licht nicht gut. Und ich sehe schon, dass Peter sich wirklich die Mühe gemacht hat. Keine Ahnung, ob das hilft bei einer Frage zu den offenen Enden, aber hier ist ein angefertigter Screenshot. Ich müsste tatsächlich, was ich mir jetzt vorgestellt habe, ich sehe den Screenshot nicht im Komplett, Peter. Ich müsste wirklich die VOD durchgucken, wo ich am Ende gesagt habe, wenn wir am Weg sind, hier fehlt mir XY. Ein Item, ein Schlüssel, eine Fähigkeit. Und da müsste ich mir auf der Karte eintragen, was. Weil sonst vergesse ich's. Und wenn wir jetzt zurückgucken. Weiß ich nicht, geht das? Map. So, wenn ich jetzt hier gucke, haben wir rechts oben zwei Ausgänge. Rechts unten ein Ausgang. Unten ein Ausgang. Unten links ein Ausgang. Links unter dem zum Green Pass ist ein Ausgang. Und ich weiß jetzt nicht, was ich für was brauchte. Das heißt, jetzt müsste ich alle Eingänge ablaufen, weil ich eine neue Fähigkeit bekommen habe. Das ist halt super ineffektiv, weil ich super viel backtracken muss und ich mir das nicht merken kann, weil wir es halt dafür nur einmal die Woche spielen. Das ist das Problem. Das heißt, ich muss halt irgendwie die VODs durchgucken in den nächsten Tagen und mir hiervon einen Screenshot machen und die offenen Enden markieren, dass ich genau weiß, ey, jetzt haben wir XY bekommen, jetzt muss ich exakt nur noch da hinlaufen. Ich glaube, die Arbeit werde ich mir halt tatsächlich da mal machen in den ein, zwei Wochen, wo wir es nicht spielen, dass wir da wirklich halt vorwärts kommen, weil sonst laufe ich nur dumm durch die Gegend. John hat sich mit Kopfschmerzen verabschiedet, Mr. Smooth, ganz genau. Ganz genau. Der wollte in den Kopfschon-Modus. Und wie gesagt, da muss ich mir halt nochmal die VOD dann angucken. Ist kein Problem. Lass ich irgendwann dann einfach mal nebenbei laufen, die nächsten Tage. Jetzt habe ich den Heal versaut, ich Arsch. Lass uns ganz kurz nochmal oben safen gehen. Müsste hier sein, ne? Ne, hier müsste das sein. Cubic Smooth, sei gegrüßt! Gesichtsapparat, du natürlich auch. Ah. Es geht halt eben darum, dass ich halt weiß, was ich brauche, wenn ich nochmal hingehe. Weil, Stone Sanctuary. Na, da ist zu dunkel, da sehe ich nichts. Das heißt, jetzt haben wir noch hier zwei, unten zwei Wege.
Weil sonst ist das halt sehr ineffektiv, wenn du halt alles nochmal ablaufen musst. Finde ich persönlich. Also die Dornen machen ganz gut Schaden, würde ich sagen, Freunde. Wir haben jetzt den Igel gewone-hittet. So, hier lang. Ah, ich muss da rüber. So. Genau, dann sind wir hier. Ach du Scheiße. Also treffen tue ich die noch nicht mal. Also hier bringt das gar nichts. Oh, da ist ein Riesending. Bosskampf, Freunde, würde ich sagen. Hier haben wir noch eine Geostation. Links geht's, glaube ich, noch weiter raus, wenn ich das hier richtig sehe. Hier. Aber gucken wir uns erstmal hier um. Evo, sei gegrüßt. Und Steam Team, danke für den Host. Schönen guten Abend an alle vom Steam Team. Seid gegrüßt. Und ja, Sebastian, du kriegst noch Antwort. Du kriegst noch Antwort. Ich hab's nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob das hier ein Boss ist, aber hier geht's ja auch sonst nicht weiter, ne? Könnte ein Boss sein. Ach du Scheiße. Die Frage ist, ob man den schießen kann. Krieg ich mehr Schaden, als dass es gerade gut ist. Ich weiß noch nicht, wie ich den treffen soll. Ich muss wahrscheinlich drüber... Ja, genau, ich muss drüber springen. Alles klar, machbar. Wenn man nicht reinspringt. Fuck. Fuck! Ja, das war jetzt einfach nur noch ein sinnlos Dodge. Eieieiei, was ein Mumpitz. Ja gut, aber der ist machbar. Carlsen, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Peter Dampf, du natürlich auch. Don Pedro. Der Dude, oder heißt es Dudex? Sei gegrüßt. Der hat Kilomet, sei gegrüßt. Und Röppat, der beste Name auf Twitch, Röppat, seid sie auch gegrüßt. Schönen guten Abend. Willi Warenkrampf hatten wir schon, Steam Team sei gegrüßt. Und Rambart, du natürlich auch, alle die von Sebastian rüberkommen. Schönen guten Abend euch. Wir spielen ein bisschen Hollow Knight. Wir haben uns geeinigt, es heißt, es ist ein Metroidvania-Indie-Spiel mit... Souls-Anleihen, nennen wir es mal so. Weil ich wusste nicht, wie diese Kategorie an Spielen heißt. Und der Chat hat gesagt, heißt halt Metroidvania mit so ein bisschen Souls drin. Weil ich keinen Namen für diese Chose... Okay, hier war ich noch nicht. Weil ich keinen Namen für diese Chose hatte. Ich muss da oben hin. Und Andy Wynn und Lucky Dampf, ihr beiden, natürlich auch. Grüße. Meine Seelen sind auf der anderen Seite, ne? Ja, okay, den Schaden habe ich erstmal direkt kassiert. Und der Evo. Warte mal, eventuell können wir uns hier eben noch heilen. Warte, Evo, bin gleich bei dir. Hier war noch so ein Ding. So eine Heilstation. Dankeschön. So, einmal voll machen. Evo, yay, schon im dritten Monat schwanger, Kappa. Ich sage dickes Danke für den Support, Evo, und hoffentlich noch auf viele weitere. Hab weiter viel Spaß. Ich habe das Infopanel unten überarbeitet, unter anderem am Wochenende. Tatsächlich jetzt mit den 15 Emotes. Das habe ich am Wochenende noch kurz gemacht. Evo, Dankeschön für die Hilfe. Ich verliere mir
Nicht gut. Ah, der war mal ein guter Hit. Da kann ich mich einmal heilen. Die Frage ist, warum will ich das Ding eigentlich besiegen? Nur so. Mann, ich bin zu hektisch. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich zu hektisch bin? Ja, das war schon wieder sinnlos. Oh, ich habe gewonnen und bin gestorben. Beides gleichzeitig. Eieieiei. Was halt fies ist, wenn ich ihn sehe, will ich instant springen. Aber wenn er springt, springe ich genau in ihn rein. Das ist halt ziemlich fies. Das ist ziemlich fies. Ich muss jetzt links. Nein. Fuck! Ich war da eigentlich richtig. Ach, wie dumm! Ich muss da rüber. Wie in DS optionale Bosse, weil man wissen will, ob man es kann. Ja, so ungefähr, tatsächlich. Ah, oh, scheiße. Ja, genau das meine ich. Das ist halt dumm. Wo habe ich denn jetzt den Schaden hergekriegt? Nur mal so gefragt. Jetzt habe ich gerade Doppelschaden bekommen. Naja, wir haben unsere Seelen wieder. Nicht gut, nicht gut. Gibt es hier noch irgendwo Mobs, wo ich mich aufladen kann? Wieder da. Ist das Spiel empfehlenswert? Mir macht's Bock mehr eine Ideen. Wie gesagt, ob es dir Bock macht, da musst du am besten zugucken und selbst beurteilen. Das weiß ich nicht, ob dir das gefällt. Ja, da will ich nicht hin. Ich will dieses Ding da kaputt haben. Menno. Es nervt. Es nervt. Ah, aber die respawnen. Oh, das ist super. Dass sie nach so kurzer Zeit respawnen. Dann können wir uns nämlich hier nochmal ganz kurz voll heilen. Warte mal. Das geht ja dann doch relativ easy. Warte mal. So. Und die respawnen? Ja, das ist super. Jetzt weiß ich nämlich, was wir machen, Freunde. Wir machen uns ganz kurz voll. Und auch die Seele. Das ist dann nämlich mal besser. Okay, dann machen wir mal ein bisschen cheesy. Cheesy mit slash cheesed. Wie immer. Aber dann haben wir halt volles Heilometer. Und können uns ein bisschen mehr Fehler erlauben. Also das ist sowieso eigentlich das Cleverste, dass man halt vorm mehr oder minder Bosskampf sich irgendwie voll macht und da nicht irgendwie halb tot reinrumpelt. Das bringt nämlich gar nichts. Ist halt wie mit 0S zum Bosskampf gehen. Das ist quasi Hard Mode. Das muss ich mir auch noch ein bisschen angewöhnen in dem Spiel, dass ich halt da auf meinen Saft achte. So, weil jetzt sind wir nämlich voll. Und Ragnar, komm gut ins Bett, schlaf gut. Wirkt zumindest vom Stil sehr interessant und stimmig. Wenn du halt solche Spiele magst, auf jeden Fall. Den Artstyle feiere ich gerade extrem. Aber ich mag den echt sehr, sehr gerne. Achte auf den Saft! So sieht's aus! Möge der Saft mit mir sein! Und ich spring dann halt kacke. Und weiche noch mehr beschissen aus. Da erwische ich es nicht. Also ich habe einen Hit, wenn es nicht springt. Hm, vielleicht auch. Mich. Ich hoffe, der resettet dadurch nicht. Schon wieder dumm. Da konnte ich nicht springen. Da Alter, jetzt habe ich sogar zweimal Hit kassiert. Fuck, das war gerade bis dahin richtig gut.
Hier mich heilen. Einmal. Oh, war close. Alter, wie viel Leben hat denn das Moped? So, Ruhe im Puff. Dann ist das Moped auch weg und gab einfach nur eine Menge Geos, wie ich sehe. Ja, wobei gar nicht so viele, aber first try, dann doch gepackt. Yay! Oh Mann. Paladok, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Oh, das Ding hat gut ausgehalten. Holy moly. Und es war mehr oder minder, ja, ich will nicht sagen optional. Nach links geht's ja noch anscheinend weiter. Jetzt müssen wir mal nach links gucken. Sollen wir mal gucken, ob das respawnt? Ob's respawnt? Ich nehme Wetten an. Respawnt it Moped oder respawnt it Moped nicht? Weil hier die kleinen Gegner respawnen halt, wenn man die Areas verlässt. Deswegen einmal um voll zu machen und jetzt mal gucken, ob das Ding wiederkommt. Dann würde ich weinen. Okay, kommt anscheinend nicht wieder. So, wo geht's hier hin? Da unten sind zwei Geostationen. Aua, ja, da muss in einem durch, glaube ich. Ah, nicht in einem. Ah, wir sind unten. Okay. Die Geos nehme ich mal mit. So, dann haben wir die auch. Jetzt wäre ich mal wieder Fan von der Bank. Ich weiß nicht, ob wir das Vieh als Transportmöglichkeit nutzen können. Also im Sinne von draufspringen, aber das fährt so langsam, ey. Ich glaube R9. Da oben ist eine Kiste. Wo ich aber nicht hinkomme. Oh Mann, ey, das ist jetzt... Was ich überlege, ich springe so weit wie möglich nach links auf das Vieh, mach einen Angriff nach unten, komm dadurch nach oben und kann eventuell nochmal dashen, aber ob das funktioniert, ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, es würde, glaube ich, gehen. Es würde, glaube ich, gehen. Aber das ist schon wieder Pet-Akrobatik. Eieiei. Und eine große Kiste Geos. Und da drüben ist noch eine Raupe. Eieieiei. Ach du Scheiße. Und ich habe noch zwei Leben. Eieieiei. Nur für die Raupe? Ohne Leben? Was ist das für ein Game? Wir haben uns geeinigt, ein Metroidvania Souls-like-Röppert. Tatsächlich, ein ziemlich cooles Indie-Spiel.
Oh Mann, ey. Und jetzt kommt wieder der Sprung aus der Hölle. Was ich schade finde, dass ich hier nicht sehe, wo es hingeht. Da oben ist die Raupe. Da ist ein Collectible. Nee, ich bin ja schon draufgefallen. Einfach draufstehen, Skudo, geht nicht. Da kriege ich Schaden. Ich würde sagen, hier kommen wir später hin wieder, wa? Für das Collectible. Eventuell, wenn wir noch einen Doppelsprung oder so haben. Weil jetzt den Sprung mit nur zwei Leben. Und ich muss noch zurückkommen und werde wahrscheinlich dabei einmal sterben. Ja, und da oben, glaube ich, ist nur ein Collectible. Also nur in Anführungsstrichen. Ja, ich hätte jetzt gerne erstmal eine Bank. So, da zurück. Ja, wir sind gerade schon aus Versehen auf das Vieh draufgeknallt. Und wie gesagt, Bank ist halt leider, Bank sage ich schon, darauf stehen ist leider nicht möglich. Das wäre auch zu einfach, wenn du das als Boot benutzen kannst oder so. Ja, da will ich zurück. Ja, hier bin ich richtig. Und einmal den Weg da hinten kurz aufzeichnen. So, dann haben wir noch den Weg nach unten, ne? Da links geht es halt noch weiter. Wobei ich glaube, dass da halt, wie gesagt, nur ein Collectible ist. Glaube ich. Dann haben wir noch den Weg nach unten. Ah, 14,99 normaler Preis für ein Indie. Ja, so bis 20 Euro, würde ich sagen, ist halt der Indie-Preis. Und wer hat, da bin ich auch immer ganz gerne bereit zu zahlen, wenn mich die Spieler halt ansprechen. So, und da musste ich darüber? Nein, jetzt muss ich weiter nach unten. So, aber wo geht's denn da weiter? Die Frage ist, ob ich das Vieh jetzt nochmal brauche. Naja, da komme ich glaube ich fast so rüber, ne? Wobei interessant ist, hier soll es angeblich nach unten gehen. Ah, hier geht's nach unten. Okay, neues Gebiet-Ding. Hype. Keine Ahnung. Ja, neues Gebiet. Fog Canyon. I don't have an area of this map. Der Händler hat Licht, aber das kostet 1500 Geos. Ragi. Und ich gehe davon aus, du kriegst es irgendwo bestimmt auch im weiteren Verlauf einfach so, ohne dass du dafür die Geos zahlen musst. Du kannst auch den Schlüssel kaufen, den Generalschlüssel. Aber auch da denke ich, dass du ihn einfach irgendwie im Spiel kriegst und ihn dir nicht kaufen musst. Du kannst halt quasi wie in Souls halt damit vielleicht eher hin. Aber ob es sinnvoll ist, weiß man beim ersten Mal durchspielen halt nicht. Und, ja, von daher ist jetzt hier erstmal wieder die Karte suchen. Das heißt, wir sind hier oben quasi fertig, richtig? Außer rechts oben, also ganz oben. Da war eventuell auch ein neues Gebiet. Also hier geht's jetzt zum Fog Canyon. Wo wir noch keine Karte haben. Okay. Und Patrick, hatte ich dich eigentlich, Kagro? Sei gegrüßt, Patrick. Und Blax natürlich auch. Ori sieht toll aus, aber ist halt brutal viel Jump'n'Run. Das ist ja weniger meins. Aber es darf halt nicht zu viel Jump'n'Run sein, weil da bin ich halt super schlecht drin.
Ah, ich wollte mich doch heilen. Oh! Fuck! Okay, die Mopeds sind böse. Der Sound, das klingt voll geil. Boah, wenn wir jetzt sterben, sind wir am ADW, ne? Da ist der Map-Guy. Und die Dinger schießen dann auf mich, oder was? Ja, anscheinend. Nein! Auch bin ich dumm! Boah, ey! Wie spawnen die hier? Also, wenn der jetzt respawnt, kannst du wirklich ein bisschen cheesen. Oh, yo, kannst du. Kannst ein bisschen cheesen. Ich kann mich jetzt wieder hochnuckeln, Freunde. Ich kann mich jetzt wirklich ein bisschen hochnuckeln. Ist zwar ein bisschen mühselig, aber funktioniert. Also das heißt, ist eh nicht... Nein! Rambarzamba! Ampo. Also ist ein bisschen leichter tatsächlich als vielleicht so klassische Spiele, weil du halt diese Mechanik hast, dass du halt über diesen Saft dich jedes Mal wieder heilen kannst. Und, die Gegner so schnell halt respawnen, wenn er halt die Bilder verlässt. Ist halt wie Souls Farm in Souls, wenn du so willst. Wobei, da farmst du halt Souls und nicht direkt Estus. Hier ist es quasi eher, als ob du direkt jetzt Estus farmst. Das ist schon relativ imbar, würde ich sagen. Also sehr, sehr stark. Aber das finde ich gerade gut für Spieler wie mich, die halt schlecht in diesem Jump'n'Run sind, dass sie halt dadurch halt sich tatsächlich nochmal, wieder Leben zurückholen können. Und nicht jetzt quasi gezwungen sind, entweder zu sterben oder zur Bank zurückzugehen. Das finde ich gut. Also ich mag die Mechanik, muss ich sagen. Auch wenn das natürlich für Hardcore-Spieler wahrscheinlich dann zu leicht ist. Zumal hat das Spiel keinen Schwierigkeitseinstellungsgrad. Du gibst nur normal. Also eine Schwierigkeit für alle, glaube ich. Hab zumindest nichts Dementsprechendes gesehen. Und damit kannst du halt jetzt halt schon dich erstmal wieder vorlokeln. Und dann gucken wir, dass wir den Kartenboy finden. Was halt schon mal ein großes, großes Yay-Yay ist. So, jetzt sind wir nämlich voll. Hochgenuckelt! Klingt männlich! Ja klar! Der männliche Nuckler! Ah, der ist aber weg. Die Dicken respawnen nicht. Was? Was war das jetzt? Nein! Ich komme da nicht durch. Das bounced mich zurück. Kann ich halt durchdashen? Nein. Also ich kann nicht vorhauen, ich kann nicht durchdashen. Das Ding blockiert mich. Also hier komme ich anscheinend nicht weiter. Bis das Ding aus ist. Nee, da komme ich nicht durch. Nee, da kommen wir nicht weiter. Fuck. Dieses Gesumme macht mich irre. Ach, ich find's melodisch. Also da kommen wir im Moment noch nicht weiter. Also wir wissen, wo der Map-Typ ist, kommen nur im Moment nicht hin. Okay.
Und Rollbier, danke für den Host. Toffi, sei gegrüßt. Oh Mann, ey. Ja, schade. Ich hätte mich jetzt sehr über die Map gefreut, aber das wäre auch sehr einfach gewesen dann, tatsächlich. Aua. The Backlash is real. Alter, ich bin ausgewichen. Boah, wie soll ich denn da ausweichen? Ich bin auch hochgesprungen und hab's trotzdem vom Splash Damage bekommen. Map updated. Fog Canyon. Übel, 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 sprach der Dübel. Das heißt, ich muss da jetzt wieder runter. Ja. Da muss ich jetzt auch wieder runter. Ja, gut, der Weg geht. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ah, ich brauche 2 Hits für meinen Ghost. Also, ich muss im letzten Moment dann wahrscheinlich ausweichen oder so, weil anders wüsste ich nicht, wie ich die jetzt machen sollte. Holen wir uns hier nochmal ganz kurz einmal das Moped. Und hör das Summe nochmal an. Oh Mann. Borschkrompe. Ja, ich meine, das macht ja nichts. Wo soll ich denn da hin? Da weiß ich noch nicht, was ich gegen die Mopeds machen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind im Moment relativ imber. Ja. Kann ich hochdashen? Ne, nur zur Seite. Alter Schwede, Grobolka, komm gut ins Bett. Ich weiß im Moment nicht, wie ich diesen Mopeds ausweichen soll. Weil die halt so viel Splash-Damage machen. Das heißt, die treffen mich ja noch nicht mal instant. Also, sondern ich kriege einfach nur den Splash-Damage ins Gesicht. Und der tut halt schon richtig gut weh. Keine Ahnung. Also da muss ich mir was überlegen. Alter, das ist so völlig überzogen. Und da ist mein Geist. Fuck. Und ich kriege den Geist nicht gepult, oder? Ey, das gibt's nicht. Jetzt sind meine Geos weg und mein Geist ist... Mann! Grrr! Bis um 12, Waters. Aua! Sei gegrüßt! Waters hat mich gekillt! Sei gegrüßt, Waters! Ich hoffe, dass ich meine Geos jetzt noch wieder kriege, nicht, dass die weg sind. Anscheinend ist keine weitere Scherbe abgeplatzt da oben von dem Ding, wenn ich das richtig sehe. Aber ich bin nicht sicher, das werden wir jetzt rausfinden. Ich bin noch nie zweimal hintereinander gestorben. Die Stelle, wo ich gestorben bin, ist halt kacke. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich werde mich jetzt wieder hochnuckeln. Sonst überlebe ich das nicht. Fuck! Also die Stelle ist, zumindest solange wie ihr nicht weißt, wie ihr sie spielen sollt, nicht leicht. Die Dinger sind echt brutal mit ihrem komischen Dingens da, die sie nach dir schießen. Und der Platz zum Ausweichen ist halt so gering. Das heißt, ich kann halt nicht ewig lange ausweichen, weil halt alles so plattformig ist. Lass die Quallen noch leben. Da komme ich ja dann aber nicht dran vorbei. Das ist ja das Problem.
So, eine Heilung nehmen wir nochmal mit. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir daran vorbeikommen. Da unten ist mein Geist. Hey, fuck you. Nee, schade. Die Geos sind dann weg. Also wie in Souls. Zweimal sterben, Geos weg. Aua. Das heißt, wir haben jetzt gerade irgendwie 500 Geos verloren. Kann man die Dinger, die auf die schießen, zurückschlagen? Ich hab's versucht. Die Antwort wäre jetzt im ersten Moment nein. Okay. Du Scheiße, wie soll das denn gehen? Fuck! Oh nee, ey. Das schaffe ich nicht mit so wenig Leben. Und jetzt habe ich hier den Geist an der Stelle, ey. Wow, wow, wow. Es wird schwieriger, Freunde, es wird schwieriger. Nur leider auch eine Richtung, die ich nicht so toll finde, halt eben genau diese Jump-Passagen. Also die Kämpfe werden leider nicht schwieriger, sondern tatsächlich eher, ja gut, okay, die Kampf gegen der Qualle ist schon schwierig. Aber abgesehen davon. Bin ich dumm, bin ich dumm. Sollte erst runter gucken. So, nuckeln wir uns wieder voll. Boah, das ist so krass, ey. Ich weiß nicht, wie schnell man da reagieren muss. Dafür bin ich definitiv zu langsam. Erinnerst du dich, als ich letztes Mal meinte, du machst mir Angst, das Spiel? Was? Das macht das Spiel schon selber. Ja, das heißt, die Gebiete werden deutlich schwieriger jetzt in der Tat. Wobei ich auch bei vielen Dingen jetzt noch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Mann, Mann, Mann. Und Pyrodonis, danke für den Host. Ich meine, das ist halt schon schade, dass ich hier mit so wenig Leben ankomme, was halt schon irgendwie bedeutet, dass ich grundlegend noch irgendwas falsch mache. Zu viel Schaden kassiere. Das heißt, kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss hier sein. Ja, und ich habe halt keine Map. Das ist das nächste, was halt uncast. Achso, ich bin ja voll. Da oben will ich hin, ne? So, dann holen wir uns mal ganz kurz. Ach du Scheiße. Ist das jetzt ein fucking Ernst?
Nein, ich schieße dann auch genau davor. Mann, warum? Oh, das ist fies. Das ist fies. Ja, weil ich nämlich direkt runtergebounced werde, aber er kommt hier hin. Dankeschön. Naja gut, das hat sich jetzt für die Geos nicht gelohnt. Ja, da hinten erstmal nein. Ich würde gerne erstmal eine Karte haben. Ach, da unten ist einfach nix. Wie soll ich da jetzt vorbei? Dann verliere ich wieder 2 Leben. Ja gut, das war jetzt mit viel Reaktionszeit. Das geht. Da oben eigentlich auch weiter. Nein, hier nicht. Was? Dann rambole das mal mit Ludwig aus? Was? Achso. Welches NG? Erste Mal, Kevin. Wir sind im Normal Game, also noch kein NG Plus. Ich weiß gar nicht, ob es hier NG Plus gibt. Geht's raus. Haben wir hier? Nix, da fehlt uns irgendwas. Oh, ich will die Karte haben. Ja, jetzt habe ich noch nicht mal genug Geos, um hier die Station zu bezahlen, glaube ich. Das könnte lustig werden. Wer bist du denn? Hello there, dearie. I was about to close up shop and run till you came along. I provide a banking service if you're interested. Losing one's Geo is a terrible thing. And it's so much more likely if you carry it about on yourself. My wallet is much more secure. In all my time as a banker, I never lost a single Geo. Maybe you consider it opening an account. Ja, ich habe keine 100. Bada, baba. Oh, hang on. You don't have enough Geos to buy an account, sadly. Once you have collected 100 Geo, come straight back and we'll get your account open up. Okay. Also hier unten haben wir eine Bank. Interessant, dass sie das jetzt genau in dem Gebiet halt machen, wo wir das erste Mal auch Geos verloren haben. Also ich glaube schon, dass es so designt ist, dass du das erste Mal hier auch wirklich mal ein paar Mal stirbst, bis du das raus hast, weil sonst hätten sie die Bank wahrscheinlich hier auch nicht hingesetzt. Ziemlich cool. Also deckt sich halt quasi mit meinen Fähigkeiten nach dem Motto, hey, hier ist das erste Gebiet und jetzt kannst du was gegen deinen Geo-Verlust machen, weil du ja eh immer hier an diesen komischen Explo-Möpsen stirbst. Jeremy, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Aber das hilft uns halt noch nicht bei dem Kartenproblem. Kartenproblem. Und wir brauchen halt 100 Geos. Sagen wir, geben die eigentlich Geos? Ne, die geben hier irgendwie überhaupt gar keine Geos, die kleinen. Queen's Station.
Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das schon wieder ein neues Gebiet ist. Sieht aber fast so aus, ne? Isn't this something? I'd not expected to discover so huge a stack station after that foggy descent. The Bugs of Hollowness must have been impressive lot. Building such grand structures far into the wilds. Seems the dangerous creatures about haven't yet met their way in here. It's a perfect place for a quick rest. Can you imagine this place in its time? Hordes of bugs traveling about the kingdom, stacks bells ringing, the station bustling with activity and life. Now only our like even know it exists. That's a special thing, I suppose, to cherish these sites even in their decay. Is it that just faintly you can still hear the echo of the bells? Okay. Eventuell Shortcut? Ist er böse? Wer bist du denn? Ja. Willow! Oh, come in search of the treats you have. I chance upon a unique little fungus growing right above us. I found it only in the station and it says it's just divine. This place must once have been quite the hub, built at the border between two lands. That misty drop to one side and those bulbous grows another. Neither place seems particularly welcoming, so while my little treats last, I think I stay right here. Feel free to stop by anytime, though I do like the quiet in the station. A little company is always good for one's health. Ja, ja. Okay, was er macht, weiß ich aber nicht. Er sagt, er mag den Pilz da oben und frisst den gerne. Jassi, komm gut in den Lurk-Modus. Also hier mal eine Bank. Eine Map updated, die wir nicht haben. Und ein Moped, was ich nicht bezahlen kann. Fuck, das ist das erste Mal, dass wir out of Geos sind. Das heißt 100... Wie viel waren das jetzt? 100 für die Bank und 140? 120. Also brauchen wir 120 Geos. Dass wir die beiden Sachen freischalten können. Und die Karte haben wir natürlich immer noch nicht entdeckt. Puh. Da komme ich nicht hoch. Also noch nicht, weil hier fehlt mir irgendwie ein Doppeljump. Da komme ich noch nicht hoch. Das ist quasi ein Lebenschart. Wenn wir den Doppeljump haben, bekommen wir hier den Lebenschart. Alles klar. Verstehe ich. Da kommen wir hin. Und Fungal Wastes. Ach du Scheiße, schon wieder ein neues Gebiet. Freunde, wir haben hier 1000 Gebiete am Start. Ja, der ist so hoch, ich komme da nicht dran. Und er gibt 6 Geos und einen Pilz. Ich fange doch jetzt nicht noch ein Gebiet an. Immer noch begeistert? Es macht immer noch Spaß, Mist, sage ich. Klar, im Moment suche ich nur die Karte für das Gebiet, wo wir gerade reingestolpert sind. Und uns fehlen Geos. Und das macht's alles gerade ein bisschen kompliziert. Was war hier? Achso, das war der Shop, ne? Das war die Bank. Alles klar. Die Bank ist hier direkt um die Ecke. Also wir brauchen Geos, dafür keinen Weg dran vorbei. Und dann brauchen wir die Karte. Wie kriegen wir die Karte? Leute, die das Spiel schon kennen, komme ich
zum Kartenguy, wo diese Schlicke-Schlacke runtergelaufen ist. Komme ich da jetzt schon weiter oder fehlt mir da eine Fähigkeit, Freunde? Das dürft ihr gerne beantworten, ob ich da eigentlich weiterkomme und das Rätsel noch nicht gecheckt habe. Weil da bin ich relativ unsicher. Hier komme ich nicht mehr hoch. Ja, ja. Gut, okay. Quasi die Seelen wieder eingesammelt. Ja, außer du stirbst zweimal, dann sind die Seelen halt weg. Tatsächlich, wir haben halt 500 Geos leider verloren. Das hätte uns bei der Bank und der Station extrem da geholfen. Ja, okay, das sollte ich vielleicht so machen. Also von unten nach oben ist einfacher als von oben nach unten irgendwie. Was war hier? Oh, ich brauche diese Karte. Vorsicht, Gegenverkehr! Und Jan, sei gegrüßt. Wie geht's dir? Auch schon lange nicht mehr miteinander geschnackt. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung, Jan. Und wie gesagt, vielen lieben Dank. Du bist gerade noch im Horizon-Fieber, ne? Deswegen kann ich im Moment gar nicht so viel bei dir zuschauen. Einfach weil wegen Angst vor Spoilern. Also so rum ist es einfacher, in der Tat. Aber keine Antwort auf die Frage, ob ich da weiterkomme. Hm, okay. Wo sind denn die Leute, die das Spiel kennen? Leute. Leute, Leute. Also man muss einfach wirklich nur extrem weit weg, dann kommst du schon irgendwie vorbei. Also das heißt, ich muss nicht versuchen, auf den Bierdeckel auszuweichen, sondern tatsächlich, ja, da wäre noch ein Weg, okay. Da habe ich jetzt aber Angst. Und er erwischt mich trotzdem. Mistkrepel. Aber wir haben schon mal 100 Geos zusammen. Also das geht ja relativ zügig. So, und hier war der Kartenboy, ne? Warte, ich warte, bis das Ding unten ist. Nein! Und mach dann dumme Dinge! Immerhin ist das Ding weg. So, die Frage ist, komme ich da durch irgendwie? Weil ich wüsste nicht, wie wir das ausschalten, weil wir hier überall waren. Horizon habe ich beendet heute, habe ein bisschen Pixel auf Euklein auf was? Beatcorp. Wie findest du Hollow Knight? Bis jetzt sehr geil, Jan. Bis jetzt sehr geil. Und geht's jetzt zum Durchspielen? Und Beatcorp sagt mir gar nichts. Ja, keine Ahnung. Also, wenn ihr jetzt nichts sagt, würde ich sagen, ich komme da erstmal nicht vorbei.
Es macht keinen Schaden. Aber ich komme auch nicht durch. Und ohne Karte ist das echt doof. Muss ich sagen. Aber es gibt ja sonst auch in dem Gebiet nichts mehr. Das heißt, wo sollte der Weg zur Karte sonst sein? Das heißt, wir können höchstens noch mal oben in das Gebiet gucken. Gibt's auch Bosse? Ja, wir haben schon zwei... Nee, heute sogar auch ein. Drei Bosse besiegt jetzt. Drei Bosse haben wir im Spiel besiegt. Ich muss erst links rüber. Rechts rüber, meine ich. Und dann würde der einzige Weg, der noch in Frage kommt, oben sein. Lass einmal die Geos safen. So. Ja, die Map updated nützt leider nichts, weil wir da unten halt keine Map haben. Das heißt, den ganzen Progress, den wir uns angeguckt haben, ist relativ sinnlos. Das heißt, wir gehen jetzt einmal nochmal nach oben. Oben rechts und gucken. Oder war da dunkel? Oben rechts war dunkel, ne? Ne, wo war denn jetzt dunkel? Dunkel war unten. Wo war denn jetzt dunkel? Beim Soul Sanctuary war so dunkel, ne? Das heißt, oben könnten wir eventuell noch weiterkommen. Dann gucken wir oben nochmal. Markus? Ja, mehr der Ideen? Was? Mal eine Qualle dagegen prallen lassen. Das kann ich nicht so genau steuern. Wenn das Rätselslösung wäre, wäre ich RIP. Das geht nicht. Das werde ich nicht hinkriegen, das so genau zu steuern. Alter, weil ich die im richtigen Moment töten muss dafür. Aua. Wovon habe ich jetzt Schaden gekriegt? Von dem... Popel. So. 120 Geos brauchten wir, ne? Das heißt, wenn wir jetzt unten ankommen, könnten wir zumindest den Shortcut freischalten. Ist gar nicht mal so dumm. Lass uns den Shortcut holen für die Bank, fürs Schnellreisen. Dann könnten wir nächstes Mal dahin zurück und haben uns zumindest den Weg gemerkt. Ne, wir machen uns hier nochmal voll an der Bank. Gehen dann nach unten, kaufen uns den Shortcut, also die Fast Travel. Dann können wir ja auch oben zurückfahren und sind eh schon in der Nähe. Das ist gar nicht mal so dumm. Das machen wir nämlich. So, dann schnappen wir uns nämlich unten einmal den Stackway. Da muss ich rüber. Jetzt muss ich runter. So. Perfekt. Jetzt fehlen uns nämlich nur noch ein paar Geos. Die kriegen wir, glaube ich, so zusammen. Wenn ich jetzt nicht wieder sterbe. Wie gesagt, nach unten geht es komischerweise besser. Eventen sollten wir eckig einmal von unten nach oben spielen. Weil so rum geht's besser. Und das war jetzt die... genau. Ja, und ich springe auch noch rein. Und die geben gar keine Geos. Doch, da kamen noch welche. Okay.
runter. Machen wir voll. Ich weiß, ein Geo fehlt noch. Und hier war die Bank, ne? Dann sollte mal richtig sein. Kaufst du die Station? Ja, ich kaufe mir die Station. Und bei jeder Reise nein, muss ich nicht zahlen. Nur einmalig und dann kann ich so oft hin und her reisen, wie ich will, Raggi. So. Und es trifft mich trotzdem. Aber wir haben die Geos. Das ist schon mal das Wichtigste. Das heißt, wir können jetzt runtergehen. War das hier? Ne, da war das Vieh. Wo ich keine Ahnung habe, was das Vieh macht. Das frisst einen Pilz. Und hier war die Station. Die Kleinen geben keine Geos, genau. So, jetzt möchte ich bitte 120 zahlen. Jawohl, ja. Perfekt. Dann haben wir nämlich den Shortcut auf jeden Fall schon mal. Und können nämlich nach oben fahren. Warte mal, wir machen uns nochmal ganz fix voll. Oh, das war nicht so clever. Aber wir wollen jetzt, You've opened several stack stations now, haven't you? I'm thankful for the opportunity to once more travel through the kingdom. As I visit more places, I feel my memories returning to me like the stack voice of my mind are running once more. Continues to open the stations and you will have my deepest gratitude. Ja, und anscheinend gibt es ja hier doch einige und wir wollen nach Green Pass, bitte. Und dann gucken wir da nochmal. So, dann sind wir nämlich hier oben. Was ja relativ nah ist, zu rechts raus, wo wir auch hin wollten. Das heißt, wir können uns hier mal binden. Nicht, dass wir nachher dann wieder hier hinfahren müssen oder so. So, und dann wollen wir nach oben. Und wollen hier weiter nach oben. Achso, ja, dich nehme ich mit. Da nach oben. Oder vielleicht da nach oben. Da nach oben komme ich nicht. Oh, fuck. Ja, da auszuweichen ist schwierig. So, genau. Das war jetzt der Weg zu dem neuen Gebiet. Wo ich gerade gesagt habe, da will ich erstmal nicht weiter. Aber wir haben jetzt schon ins andere Gebiet reingeguckt, wo wir ja augenscheinlich auch erstmal nicht weiterkommen. Können wir auch hier gucken. So, was ist denn hier oben? Gar nichts. Doc Emmett Brown, sei gegrüßt. Haben wir ja letzte Woche schon gespielt. Das ist unser Sonntagsprojekt. Was wir sonntags halt ein bisschen spielen, ganz chillig. Sei gegrüßt, Doc Emmett. Und Tobi, du natürlich auch. Oh, fuck. Da habe ich einmal falsch gehauen. Weil hier waren wir und dann sind wir halt umgekehrt. Na ja, egal. Volle Energie, können uns heilen. Alles gut. Alles gut. Ist doch kein neues, oder? Warum sind wir denn jetzt hier umgekehrt? Ich weiß es gar nicht mehr. Da oben kam ich hin. Und da geht's auch raus. Also rechts und runter. Runter will ich nicht. Ich will nach rechts. Das heißt, ich muss oben rum. Und Psydox.
Gar nicht mehr im Morphe-Club, aber sei gegrüßt, Psydox. Schönen guten Abend hier. Und gute Nacht, Jenny. Komm gut ins Bett. So, da geht's eventuell runter. Und Spikes. Kann gerade nicht runterhauen. Da komme ich nicht weiter. Geos. Nehme ich mit. Mach das, Psydox, keine Hektik. Wie gesagt, hast ja bis zu 30 Tagen Zeit für die Streak. So lange hält das ja an. Keine Hektik. Das heißt, ich komme da eventuell hoch. Das ist fies. Das ist fies. Weil du quasi den Doppelhit halt einfach kassierst und nichts dagegen großartig tun kannst, weil du noch Animations locked bist. Und das alles wieder nur für Geos. Also in Anführungsstrichen nur. Einer. Ein ganzer Geo. Was? Aber hier geht's auch nicht weiter. Aber ich höre eine Raupe. Beim ersten Mal hat's besser geklappt. Sollen die sein? Ein ganzer Geo? Das Spiel trollt doch. Aber hier ist nichts. Und da komme ich nicht hin. Und da geht's nicht weiter. Das heißt, das Gebiet ist auch eine Sackgasse. Unten links vielleicht noch? Nein. Also hier ist auch nichts in dem Gebiet. Okay. Das heißt, I don't know actually where to go. Das heißt, wir können wirklich nur durch das Fungus-Moped. In den komischen Sumpf. Ete! Im dritten. Zurück auf die 500! Dankeschön für Keep Moped Club. Great und stabile gerne, Ete. Ich sage dickes Dankeschön an dich, Mann. Hilft natürlich ungemein, den Club stabil zu halten. Ich hoffe, du hast weiterhin hier viel Spaß. Ich danke dir. Und Commodore, sei gegrüßt. Auch schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wir fahren dann zurück, würde ich sagen. Nehmen die Geos derweil nochmal mit. Und fahren nochmal zurück. Nächsten Sonntag ist Ostersonntag, genau, da werde ich nicht streamen. Weil da hat mich Mamita eingeladen. Da bin ich halt family-wise unterwegs. Da fehlt noch ein Bereich, den du noch nicht komplett hast. Geht das denn nun mit deinem Ring? Ich habe keinen Ring-Informator, der irgendwas aufmacht.
Von daher weiß ich nicht, welchen Bereich du ansatzweise meinen könntest, weil außer im ersten Gebiet, wo jetzt durch meinen Supersprung Sachen aufgegangen sein könnten. Gleich zwei. Ist ja gar nicht OP, ist ja gar nicht OP. Oh, er ist umgefallen. Durch meinen Dornenring. Geil, geil, geil. Gepackt, gepackt, Freunde. Gepackt. 259 Geos. Das ist super. Das heißt, jetzt können wir uns unten auch den Bankslot holen. Eieiei. Jo, passt. Wenn ich nicht gerade Urlaub habe, kann ich dich nur sonntags sehen. Okay, dafür gibt's ja die Aufzeichnung via YouTube oder die VODs, wenn du Bock hast, Commodore. Dafür lade ich sie halt noch hoch, beziehungsweise sind sie ja verfügbar. Ja, das ist natürlich echt schade. Aber, ja, ich weiß, sind halt nicht die arbeitnehmerfreundlichen Zeiten. Das ist mir schon bewusst. Runter? Mach mal dein Ding. Da war ich. Der Gang ist nur zu X% sichtbar. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ihr meint. Der Dornenring, wenn ich Schaden kriege, hat er gerade den Gegner getötet. Der Gegner hat mich einmal gehittet und der Dornenring hat ihn quasi umgehauen. Das war nicht ich, das war der Dornenring. So. Jetzt ist die Frage. Fahren wir nochmal zurück und holen die Bank, ne? Würde ich sagen. Einmal zurück zur Green Station. Und wir dann müssen mal entweder den Weg in dieses Sumpfland gehen. Ich habe keine Ahnung, was Informator meint. Oder im ersten Gebiet nochmal gucken, was wir mit dem Doppeljump noch haben, was wir jetzt erreichen können. Das wären jetzt die einzigen Möglichkeiten, die mir jetzt ad hoc noch einfallen. Weil andere Möglichkeiten ansonsten hätte ich jetzt tatsächlich im Moment nicht, würde ich sagen. Also zumindest nicht in diesem grünen Gebiet. Da war der komische Käfer, der den Pilz will. Da komme ich nicht hin. Da war gar nichts. Ja, nee, ich arbeite zu der Zeit. Ja, da sage ich. Achso, du arbeitest zu der Zeit, du hast Nachtschicht. Ach so, ja, okay. Das ist natürlich auch nicht optimal. Also, um zu gucken natürlich. Es sei denn, es ist vielleicht nicht viel los oder so. Hust, hust. Die Frage ist, kannst du jetzt mit dem Dornenring auch über die Dornen laufen? Das wäre dann aber weit hergeholt, muss ich sagen. Weil... Also, übersetzt steht da, spürt den Schmerz des Trägers und schleudert ihn in die Welt um ihn herum. When taking damage, sprout thorny vines that damage nearby foes. Also, wenn du Schaden kassierst, schießt du dornige Dinge, Stacheln, um halt benachbarten Feinden Schaden zuzufügen. Das steht da wieder sinngemäß. Das erste ist mehr oder minder... Ja, wobei nicht nur unbedingt eine Itembeschreibung, ne? Also da steht halt in keinster Weise, dass ich jetzt auf Dornen laufen könnte. Also das wäre halt sehr weit hergeholt. Jetzt habe ich erstmal 4 Monate Urlaub. Waters, was ist denn da los? Gratulation. Ja, dann viel Spaß beim Stream gucken. Vielleicht zurück im Moped Club. Der alte Waters, der war ja früher auch schon mal. Und Scirocco, sei gegrüßt, schon ewig her. Markus immer noch mit C. Oh Mann.
Ja, genau, Mr. Gicht. Nur die Frage ist, welches? Wir haben halt im ersten Gebiet halt noch sehr viele lose Enden und ich müsste halt alle Wege abgehen. Das werden wir jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich werde mir die VOD nochmal angucken von beiden Streams und mir die Karte markieren. So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Bunky Bunky. Yesi, was macht das denn? You're a smart one. Next time some dreadful beastie gets the best of you, you'll be glad to know your geosafe was in my shell, my vault. Now let's do some banking. Ja, die Frage ist, ob ich das jetzt dann nur einsparen kann. Oder ob es da auch reingeht, wenn ich sterbe. Also ich würde sagen, hat es wirklich nur zum Safen, weil die Items ja schon recht teuer waren. Gio, Kalala. Goodbye, Zen, stay safe. Ja gut, zumindest können wir jetzt hier mal wieder hin. 1.8. geht die neue Ausbildung los. Bis dahin habe ich mir freigenommen. Dann genieß die Zeit. Und Hummingbird, schönen guten Abend. Ja, was können wir noch machen? Wirklich nochmal zurück zum ersten Gebiet und da gucken? Na, was anderes können wir ja nicht wirklich viel machen, ne? Das heißt, ich brauche jetzt einmal... Ach ja, hier habe ich ja keine Karte. Achso, unten war das, ne? Genau. Das heißt, ich muss nach unten. Dann muss ich komplett zurückfahren. Und da fahren wir einfach mal in die Forgotten Crossroad und gucken mal, was da in der Nähe ist. Das wäre das Einzige, was wir jetzt noch machen können. Was neu anfangen lohnt sich nicht, weil ohne Karte kann ich mir die Wege dann eh nicht merken bis nächste, übernächste Woche. Und hier hatten wir einen Weg, also der unten war zu, da hatten wir unten war der Fahrstuhl, eine Turbine. Es muss rechts raus sein oder unterhalb vom Green Pass. Und Little Big Man. Weiter so, Markus. Im 5. Little Big Man, ich sage vielen Dank für die Unterstützung an der Stelle. Hilft natürlich ungemein. Dickes Dankeschön, ey. 22 Resubs heute schon wieder. Ihr seid Wahnsinn. Dickes Dankeschön. Nach oben. Und nach oben. So, den Hebel habe ich aufgekriegt. Ganz genau. Nee. So, und da können wir jetzt an einer Stelle erstmal schon mal oben rauslinsen. Hier? Ja, und hier nach rechts. Weil ich habe keine Ahnung mehr. Ja, wobei, ich glaube, der Rausch... Ach nee, hier war der Typ, der Buddler. So, was war hier? Hier war das, was wir auch nicht aufkriegen, genau. Also hier brauchten wir... Jetzt sage ich schon wieder, ohne die Karte zu machen. Hier braucht man irgendwas, was Wände einstürzen lassen kann. Irgendwie ein Power Jump oder so. Weil es sieht so aus, als ob es kaputt geht, aber wir kriegen es nicht kaputt. Und da unten rechts ist irgendwas, aber da kommen wir nicht hin. Ja, wenn man in 4 Monaten nicht entspannt, dann weiß ich auch nicht. Ja, ja, das sollte reichen. Das ist eine ordentliche Zeit, Waters. Okay, dann nochmal zurück. Achso, ne, das war nur der Buddler. Aber der verkauft mir auch nichts oder so, ne? Oh, hello again. You guys still running about? Why not join my, me down here? There's plenty of wells. These crystals are out here. Das hatten wir ja alle schon. Also, der gibt mir keine Hacke oder so.
Links unten. Ja, links unten, ganz links unten oder mehr links als unten? Weil ganz links unten, also unten, unten und links, da habe ich den Weg nicht gefunden. Also im Sinne von, ich sehe, dass da was sein müsste. Auf der Map. Ich habe es aber nie gesehen, wo ich da hin soll. Weil das habe ich nicht gefunden. Ja, das war meine Idee, Timo. Nee, ach ja, hier war wieder dunkel. Also hier brauchen wir eine Laterne. Weil ich hier nichts sehe. Und das ist hier halt relativ zu auch. Und hier kann ich nichts machen. Hier ist irgendwie eine Station dann. Also hier kann ich noch nichts machen. Ganz links unten. Ja. Da kommen wir ja relativ gut hin. Ich muss mal eben hier noch runter. Achso, ja, natürlich hier die Moped-Männer machen wir mal einfach mit kaputt. So, und dann jetzt links raus, ne? Genau. Ach, der Dicke ist wieder da. Ja, den können wir mal eben kaputt machen, oder? Sagt er und kassiert er erstmal. Tons of Damage! Alter, bin ich dumm. Ja, wenn man sich so sicher ist. Alter Schwede. Wo bin ich jetzt gestorben? Wieso bin ich denn jetzt da gestorben? Ach, weil ich hier an der anderen Bank nicht gerestet habe, ne? Computerspieler, sei gegrüßt! Da brauchst du den Doppeljump und musst nach oben. Oh, okay. Ja, ja, erstmal muss ich jetzt da hinkommen. Jetzt habe ich mich von dem lustigen Hubble-Moped-Mann kaputt machen lassen. Ah, der ist jetzt über mir. Und Fermilondas, sei auch gegrüßt. Alte Dark Souls-Fehler, niemals Gegner unterschätzen. Endet immer böse. So. Gut, müssen wir ihn ja nicht machen. Geht einfach dran vorbei. Weil ich gerade sehr sloppy spiele. So. Ja, meine Geos nehme ich noch mit. Wie weit bist du in-game? Ich habe keinen blassen Schimmer. Gefühlt würde ich sagen, noch relativ am Anfang. Hier war der Bosskampf. Ja, keine Ahnung, Party. So. Da hatte ich aufgemacht. Da war der Kartenboy. Hier bin ich runtergekommen. Jetzt haben wir oben links und hier noch eine Möglichkeit. Ich muss hier raus. So, und hier müsste eigentlich laut Map ein Weg nach unten sein. Und hier ist nichts. Das heißt, hier lügt die Map. Und das finde ich verwirrend, warum hier was sein soll. Aber hier nichts ist. Du musst in dem Raum nach oben. Bin ich von da nicht gekommen? Nee, bin ich nicht. Ah, genau. Dankeschön. Genau. Der Sprung fehlte mir.
Und jetzt kommen wir hier nämlich runter. Ah. Genau. Hier waren wir anscheinend noch nicht. Und da sieht jetzt schon wieder pilzig aus. Dankeschön. Ja, das war wohl dann der Weg, den wir jetzt gehen können. Hier ist einfach gar nichts. Hier ist schon wieder so ein Ding. Da kommen wir aber auch nicht weiter. Und dann bin ich wieder in den... Okay, also gibt es zwei Wege in die Fungal-Mopeds. Wir waren ja gerade schon auf der anderen. Also es ist quasi sogar interconnectär, dass wir sowohl von dem einen als auch von dem anderen Gebiet da hinkommen. Da komme ich nicht hin. Okay. Also die Pilze... Nein! Nein! Ich will hier weg, bitte. Hier. So viel tiefer wollte ich nur auch nicht. Aber ich komme ja auch nie wieder weg. Geil, ich wollte mir einen Heal holen und verliere mehr Leben, als ich Heal bekomme. Boah, es ist ja aber super schlecht. Ui, 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 ui. Rest? Rest ist gut. Rest ist schon mal gut. Keine Karte. Und wer bist du? Don't try to sneak past me. I can smell you. Der Leg Eater. do you collect a lot of Geo? Give me Geo and you can see something nice. Pay for something nice. Ich zahle immer für geile Sachen. Let me show you then. Take a look. Do you want them? If you really, really want them, I trade them for more Geo. Ja, was denn? Was hat er mir denn jetzt gezeigt? Ah. This is a precious, beautiful charm made it for you. If you hold it, you will feel a lot healthier. If you are afraid of dying, you need this charm. Also einfach wahrscheinlich nochmal ein Leben dazu oder so. A very, very special and valuable charm. Do you want to find more Geo? Hold the charm. Then bring any Geo you find back to me. Okay, also quasi nochmal mehr Geos. Und if you are weak, aren't you? You should give me Geo. It will make you stronger. Your enemies and every else will fear you at last. Also tatsächlich nochmal. Quasi ein. Stärke-Charm, dass ich wahrscheinlich weniger draufhauen muss. Achso, hier ist der Shop. Okay, verstehe. Alles klar. Ja, passt perfekt, Freunde. Ich würde sagen, zumindest haben wir hier jetzt nochmal ein Gebiet, dann sind wir da auf jeden Fall richtig. Haben hier jetzt nochmal gespeichert, machen hier das nächste Mal weiter. Das heißt, jetzt gibt es hier erstmal wieder Quit to Menu. Quit to Menu, ja.